Frostpunk. Ich will kurz was sagen. Also erstens, ich weiß natürlich, was Frostpunk ist. Ich weiß, was die Besonderheit von Frostpunk ist. Ich weiß, dass es gefeiert wird aus verschiedenen Gründen. Ich weiß grob, worum es geht. Aber ich habe es nie wirklich gespielt. Mal so eine halbe Stunde, eine Stunde, um reinzugucken. Jetzt vor dem Stream auch noch mal eine halbe Stunde, Stunde, um so die wichtigsten Bedienungselemente kennenzulernen, Funktionsweisen und so weiter, dass ich nicht ganz ahnungslos bin. Das führt aber auch dazu, dass ich natürlich keinen Masterplan habe, keine vorbereiteten Strategien habe, dass ich tatsächlich das Spiel eigentlich im Kern jetzt erst kennenlerne. Das heißt, ihr werdet also erleben, wie ich mich jetzt an diese Situation hineintaste, hineinfühle und möglicherweise, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil es wohl sehr schwer ist, auch das Spiel, scheitern werde. Das ist also Teil dessen. Ja, nur, dass ihr jetzt keine falschen Erwartungen habt. Das bedeutet aber auch, und das ist wirklich jetzt wichtig, dass ihr mit Backseat Gaming euch zurückhaltet. Natürlich, dass sich die Story nicht spoilert, ist klar. Aber bitte schreibt auch jetzt nicht bei jeder Gelegenheit, bau das lieber erst danach oder bau das in die dritte Reihe. Also eure optimierten Strategien, haltet die bitte zurück. Ich werde mit Sicherheit regelmäßig euch um Rat fragen, wenn es vielleicht um spielmechanische Verständnisfragen geht oder wenn ich mir nicht sicher bin, in welche Richtung man sich entscheiden sollte oder sowas, dann seid ihr gefragt, aber möglichst ungefragt sehr wenige Hinweise geben. So, das ist sozusagen ziemlich wichtig. Ich werde mit der mittleren Schwierigkeitsstufe spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das in den Einstellungen macht oder bei Spielstart. Wir gucken gleich mal. Wahrscheinlich bei Spielstart, ne? Grafik, Audio, Steuerung ist es da nicht. Also ich will mittel spielen, ne? Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt. Wir spielen, ihr seht, ich habe hier nichts freigeschaltet. Wir spielen die Hauptgeschichte, ein neues Zuhause. Die anderen Sachen muss man ja sowieso erst freischalten. Wie es weitergeht, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn wir relativ früh scheitern bei der Sache, dann starte ich natürlich einfach neu und versuche dann aus dem Gelernten irgendwas mitzunehmen und es besser zu machen. Wenn das jetzt ein sehr langes Stream-Projekt wird und wir scheitern kurz vor Ende, dann werde ich vermutlich nicht sofort neu starten, sondern vielleicht mit dem DLC-Content der letzte Herbst oder so starten und dann später nochmal zurückkehren oder so. Inwieweit wir die anderen Szenarien spielen, habe ich jetzt noch nicht entschieden. Im Moment bin ich so drauf, dass wir die Hauptgeschichte spielen plus der letzte Herbst. Aber das kann sich ja noch verändern, je nachdem, wie viel Spaß es macht, je nachdem, wie gut es läuft, wie schlecht es läuft oder so. Das ist alles noch ein bisschen offen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Hauptgeschichte. Okay, gut. Ich spiele derzeit erstmal komplett ohne irgendwelche DLCs. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat, ob noch irgendwas ist, was ich noch erwähnen sollte oder was besprochen werden müsste. Aber es scheint soweit alles klar zu sein, glaube ich. Okay. Gut. Ja, dann geht's los. Hauptgeschichte. Ein neues Zuhause. Um die Zivilisation vor dem Chaos ihres eigenen Untergangs zu schützen, sind wir ans Ende der Welt geflohen. Wir müssen uns anpassen, um zu überleben. Wie werden wir uns dabei verändern? Überlebensmodus mache ich jetzt natürlich nicht an, ne? Ja, kann nicht pausiert werden. Naja, das will ich dazu sagen. Ich werde, glaube ich, am Anfang ziemlich viel pausieren, um in Ruhe nachzudenken, um mir die ganzen Sachen genau anzugucken. Was machen die Gebäude und sowas. Also erwartet hier kein irgendwie super schnelles Gameplay. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Ne? Ich spiele mit Maus und Tastatur, ja. Das bei so einem Spiel, glaube ich, der Standard, oder? So. Okay, also ich werde erstmal einfach alles auf Mittel lassen. Falls es irgendwie super einfach wird, und können wir im nächsten Szenario das nochmal erhöhen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mittel ist schon richtig schwer, so wie ich gehört habe. Okay. Am besten mit Lenkrad spielen. nee, Gamepad. Warum sollte man so ein Spiel, wenn man am PC sitzt, mit Gamepad spielen? Ich spiele gerne mit Gamepad irgendwelche Action-Spiele, aber sowas nicht. Da kommt noch ein Intro. Ja, ja, ich denke auch. We roam the still, cold world, no horizon in sight.
rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. We paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Interessant. Was ich interessant finde, warum sie jetzt gerade nach Norden sich bewegen. Aber es wird vielleicht noch erzählt in irgendeiner der Stories. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Ah, okay. Sie wussten offenbar, dass da ein Generator existiert. Ich dachte, die hätten den mitgenommen. Mit dieser Dampfmaschine, aber es scheint nicht so zu sein. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten. Jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überleben. Okay, die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. So, ich werde gleich mal pausieren für diejenigen, die das Spiel jetzt noch gar nicht kennen, um so ein paar grundlegende Sachen gleich mal zu zeigen. Ja, also das ist der Ort, wo wir siedeln. In der Mitte gibt es diesen Generator, der läuft allerdings noch nicht, sondern der benötigt Kohle. Wir müssen ihn anschalten. Benötigt 6 Kohle, um diese Dampfstufe einzuschalten. Okay, wir sollen aber 200 Kohle einlagern und den Generator einschalten. Mal gucken, ob wir ihn noch vorher schon einschalten können. Im Moment ist er außer Betrieb. Wir sind derzeit 80 Leute. Die 80 Leute sind im Moment obdachlos. Wir haben also noch keine Unterkunft für die. Und es gibt einen Hoffnungswert, von dem ich noch nicht so richtig weiß, was er bedeutet, was er beeinflusst. Bitte auch noch nicht erzählen, das wird uns sicher erklärt werden. Und die Einwohner sind zufrieden, es gibt noch keine Unzufriedenheit. Wir sind 80 Leute, allerdings sind davon 15 Kinder, denen es derzeit verboten ist zu arbeiten. Das kann man theoretisch noch ändern. Müssen wir sehen, ob wir das tun. Von diesen 65 Erwachsenen sind 15 Ingenieure, das seht ihr hier, und 50 normale Arbeiter. So, ressourcentechnisch haben wir im Moment keine Kohle, 30 Holz, 10 Stahl, ein Dampfkern. Das ist, glaube ich, der da drin ist, bin ich mir aber auch nicht sicher.
Okay, und wir haben ein Gebäude, nämlich das Vorratslager, wo sich genau das befindet. Ach so, wir haben noch 100 Nahrung, rohe Nahrung, aber keine zubereitete. So, genau, das Spiel erklärt es auch noch sehr gut. Ich habe aber so ein paar Basics jetzt mal schon mal präsentiert. Okay, unsere erste Aufgabe ist es, Kohle zu sammeln und den Generator einzuschalten. Wir haben hier irgendwie in der Nähe Überreste, die müssen wir uns mal angucken. Wir haben hier Holz. Holz ist am Anfang, glaube ich, auch sehr wichtig. Da ist auch Holz. Ich weiß gar nicht, ob das jedes Mal woanders ist. Ich glaube, ja. Da ist ein Kohlehaufen. Da hinten, da. Okay, pass auf. Dann werden wir es so machen. Wir schicken erstmal 15 Leute zum Holz. Wir schicken 15 Leute zur Kohle. Da haben wir noch 35. Wir schicken jetzt alle irgendwo hin. Holz ist, glaube ich, halt auch sehr, sehr wichtig. Wir verteilen das erstmal so gleichmäßig. 15 Leute dahin. Dann können die erstmal schon losgehen. 20 haben wir noch. Sollen die hier mal zu dem Holz noch hingehen? Achso, wir könnten noch die Ingenieure schicken. Ja, können wir auch machen. Und da bewegen die sich jetzt langsam los. Und ich glaube, schaut mal, das steigt schon an. Wir können, glaube ich, jetzt das schon starten. Weil wir 6 Kohle haben. Mach ich mal. Der Generator läuft. So. Und wir lernen jetzt hier ein bisschen was über Temperatur. Also das werden wir uns alles jetzt schon nochmal durchlesen. Die Temperatur innerhalb eines Gebäudes hängt von der Leistungseinstellung des Generators, wenn sich das Gebäude in einer Wärmezone befindet, der Isolierung des Gebäudes und den äußeren Bedingungen ab. Es gibt 6 Temperaturstufen. Komfortabel, lebenswert, kühl, kalt, sehr kalt, eiskalt. Unterkünfte und Arbeitsplätze so warm wie möglich zu halten, verhindert, dass Einwohner krank werden. Manche Arbeitsplätze können nicht mehr betrieben werden, wenn die Temperatur zu tief sinkt. Das wird wichtig sein. Rohstoff und Arbeitskräfte habe ich im Prinzip eben erklärt. Das brauchen wir uns nicht mehr anschauen. Es gibt hier so eine Temperaturkarte. Da wir hier noch keine Gebäude haben, sieht das jetzt erstmal relativ banal aus. Das wird aber, glaube ich, jetzt noch wichtig werden. Okay, also wir brauchen 200 Kohle, um den nächsten Story-Abschnitt freizuschalten. Man könnte vielleicht schon bauen, auch wenn eigentlich das storytechnisch noch kommt. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen ans Tutorial, ja, beziehungsweise an die Mission. Ich glaube, das hat auch so eine gewisse erzählerische Dramaturgie. Das kennen wir alles von Workers. 5 Leute kann ich noch irgendwo hinschicken. Mache ich nochmal. Ehe die nichts tun, schicken wir sie auch nochmal dahin zur Kohle. Dann sind alle unterwegs, außer die Kinder. Was ich ein bisschen schade finde, man kann nicht nah ran. Also wir sehen hier, wie die Kinder so ein bisschen spielen. Das ist ganz putzig. Und die anderen 5, die gehen jetzt auch noch los. Und wir sehen, Kohle läuft gut rein. Wir haben gleich die 200. Das Spiel gibt dir alles vor am Anfang. Ja, ja, ist mir bekannt. Ist schon klar. Deswegen bleibe ich auch mal ruhig und mache erstmal nichts. So, jetzt ein Ratschlag. Arbeiter benötigt. Das ist jetzt die erste mögliche Entscheidung. Es gibt so viel zu tun und nicht genügend Hände, um es zu tun. Eine schnelle Lösung für dieses Problem wäre, unsere Kinder zur Arbeit zu schicken. Und das würde man über das Gesetzbuch lösen. Hier gibt es verschiedene Entscheidungen, die man treffen kann. Kinderarbeit, ungefährliche Arbeiten. Das bedeutet, Kinder können an ungefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten. Die Hoffnung sinkt leicht. Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden, weil sie natürlich noch nicht so versiert sind. Alternativ könnte man auch Kinderheime machen. Kinder sind sicherer, wenn sie tagsüber in Kinderheimen sind. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach 18 Uhr nach 18 Stunden ein weiteres eingeführt werden. Da kriegt man ein neues Gebäude in Kinderheim. Die Hoffnung steigt an. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Interessant. Gut, aber ich denke, der Moment dafür ist noch nicht gekommen. Kinderarbeit werde ich allerdings jetzt auch nicht machen. Ich bin jetzt noch mal voller Hoffnung und ganz positiv gestimmt. Warum sollen unsere Kinder arbeiten? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich weiß, der Chat ist immer da anders drauf, aber ich will es erstmal ohne machen, ja? Wir sehen, dass es hier noch andere Sachen gibt, wie Notfallschicht.
Arbeiter kann man zwingen, 24 Stunden zu arbeiten. Normalerweise arbeiten die, glaube ich, nur von 8 bis 18 Uhr oder 8 bis 20 Uhr. Kampfarena kann man Unzufriedenheit verringern und so weiter. Aber das wird dann später alles noch eine Rolle spielen. Wir machen es erstmal nicht. Wenn wir einmal groß scheitern, oder ich sag mal so, ich werde diese Maßnahmen grundsätzlich durchaus mir vorstellen, also das werden wir auch sicher machen, sowas. Aber es muss dann irgendwie ein existenzieller Grund dafür geben. Im Moment gibt es den noch nicht. Im Moment sind wir noch voller Hoffnung, dass alles gut geht. Aber in wirklichen Notsituationen, wo wir das Gefühl haben, ansonsten geht alles den Bach runter, werden wir natürlich solche Entscheidungen auch treffen, ist ganz klar. Wir machen Roleplay, naja, so im Rahmen, ne? Also das Spiel gibt einem ja quasi, das ist ja schon teilweise ein bisschen, ja, also was heißt Roleplay? Ja, in gewisser Weise ja, wir kümmern uns um unsere Leute und möchten ihnen natürlich kein Leid antun. Ja, das würde ich als Roleplay bezeichnen. Okay, wir haben die Aufgabe gelöst. Ich will mal jetzt, weil Kohle, glaube ich, am Anfang jetzt nicht ganz so entscheidend ist, gleich hier mal umdisponieren. Wir gucken gleich mal kurz hier rauf, glaube ich. Das ist ziemlich interessant. Hier sieht man, was für einen Verbrauch wir haben. Hier sieht man die verschiedenen Kohlehaufen. Und wir verbrauchen mit dem Generatorstufe jetzt 144 am Tag. Und ich glaube, ich werde jetzt am Beginn erst einmal nur etwas mehr Kohle fördern, wie wir auch verbrauchen, damit wir so eine kleine Sicherheit anhäufen. Der Rest soll Holz holen. Das scheint mir jetzt erstmal das Wichtigste zu sein. Das heißt, kann man die hier auch gleich wieder wegmachen? Also ich sag mal, von den am weitesten entfernten nehmen wir sie wieder zurück. Keine bitte mehr. Da auch keine. Wir prüfen mal kurz. Wir sind jetzt bei 180, Verbrauch 144. Das können wir erstmal lassen. Und dann gucken wir mal, wie wir es mit dem Holz jetzt machen. Da will ich auf jeden Fall mehr dabei haben. Da sind 15. Haben wir hier irgendwo noch Holz? Dann gehen wir da nochmal hin. Und wir holen jetzt mehr Holz. Okay. Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Und wenn die Generatoren, wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Das machen wir ja gerade. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Okay, also nächste Aufgabe. Sichere die Versorgung mit Rohnahrung, baue eine Jagdhütte oder ein Treibhaus. Baue ein Speisehaus und beginne damit, Mahlzeiten zuzubereiten. Wir haben ja schon rohe Nahrungsmittel, das heißt, wir können, glaube ich, am besten als erstes dieses Speisehaus bauen. Und hier sehen wir, glaube ich, eine wichtige Sache, nämlich dieses Symbol zeigt uns, dass dieses Gebäude quasi in so einer, also irgendwie eine Mindestwärme haben muss. Basisheizstufe 1, weiß gar nicht, ob das aussagt. Ich glaube ja. So, wandelt Rohnahrung und Nahrhafte in Mahlzeiten um. Eine Einheit Rohnahrung ergibt zwei Standard-Essensration. Das bauen wir mal als nächstes. Ich habe keine Ahnung, wie man hier am besten das anordnet. Das mache ich jetzt einfach mal frei nach Schnauze. Platzieren wir es. Das kostet Holz, ne? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wir werden jetzt informiert über Nahrungsmittel und Hunger. Okay. Das Speisehaus bereitet Mahlzeiten für die Einwohner zu. Aus einer Einheit Rohnahrung stellt es zwei Essensrationen her. Rohnahrung wird von Jägern besorgt, in Treibhäusern produziert und manchmal von Speeren bei ihren Erkundungen gefunden. Wenn es keine Essensrationen gibt, beginnen Einwohner damit, Rohnahrung zu verzehren. Okay, das ist natürlich ineffizient. Hier sehen wir hungrige Menschen. Jagdhütte macht 15 Rohnahrung, Treibhaus 30. Aber ich glaube, das können wir noch nicht bauen. Wir gucken mal. Wir können hier nur die Jagdhütte bauen. Okay. Falscher Ort schon verloren. So. Hier ist halt der Punkt. Ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hier ansässigen Jäger jagen jede Nacht und spüren ihre Beute im eisigen Ödland außerhalb der Stadtgrenzen auf. Sie liefern bis zu 15 Rohnahrung pro Tag. Ich glaube,
Das können wir auch in den zweiten Ring platzieren. Weil sich dort, glaube ich, niemand aufhält. Die marschieren dann sowieso raus. Und insofern braucht das nicht in dem ganz engen Ring sein. Wir müssen bloß dann einen Weg bauen. Ne? Oder ist hier schon ein Weg? Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal. Ich baue das jetzt mal hier hin. Kann auch noch weiter weg. Ja, gut, da müsste man jetzt vorplanen. Das ist jetzt schon ein bisschen so ein Pro-Move, ist noch weiter wegzusetzen. Ich tue mal so, als ob ich es nicht wüsste. Und platziere das ja wo eigentlich? Wir könnten es vielleicht hier hinten hinsetzen und dann einen Weg runterbauen. Machen wir es mal hier hin. Okay, Wege gibt es auch. Das sind diese hier. Die Gebäude müssen dadurch irgendwie verknüpft werden. So. Gehen wir das beides in Auftrag. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das an Holz kostet, aber wir haben das Holz. So. Ist blöd, dass man seine Fehler erst nach mehreren Spielwochen bemerkt. Ja, so ist das halt, ne? Bauinformationen. Okay. Verwende das Baumenü am unteren Bildschirmrand, um den Bau von Gebäuden anzuordnen. Nur wer derzeit nicht arbeitet... Aha, okay, das ist interessant. Nur die nicht arbeiten können Strukturen aufbauen. Aber ich glaube, da könnten wir gleich mal einen Tipp geben. Das habe ich nämlich schon gefragt. Ist das sinnvoll? Also ich glaube, dass die auch bauen nach 20 Uhr, verbringen die noch ein paar Stunden damit, die Sachen zu bauen. Ist es trotzdem sinnvoll, ich sag mal, Leute nicht irgendwo hinzuschicken, sondern immer baubereit zu halten? Okay, also ihr sagt, ja, nach Feierabend bauen die. Okay, am besten immer abends bauen. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir das auch so. Gebäude innerhalb der Wärmezone sind wärmer und bieten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Um die Wärmezone optimal zu nutzen, werden die Gebäude auf einem Gitternetz angeordnet. Alle Gebäude müssen über eine Straße mit dem Generator verbunden sein, um zu funktionieren. Okay, alles klar. Dann lassen wir sie erstmal arbeiten und gebaut wird dann abends. Man kann natürlich auch noch schneller laufen lassen, aber wir genießen jetzt erstmal die Details und schauen, wie alles so läuft. Ja? Nur wenn es drückt, dann macht man das. Okay, verstehe. Ja, insofern, hier seht ihr oben die Arbeitszeit. Wir sind jetzt 16 Uhr. Mich würde mal interessieren, wie viel Holz wir so reinbekommen. Pausiert das eigentlich, wenn ich das mache? Ja, das pausiert, ne? Okay, alles klar. Hier sieht man auch, hey, wir haben alle Holzkisten jetzt schon in Arbeit. Krass. 200 am Tag, okay. Die Uhrzeit sieht man hier oben. Hier, sehr klein für euch. 16.40 Uhr. Temperaturmäßig ist jetzt schon ein bisschen deutlicher zu sehen. Das sind komfortable Temperaturen, weil die, glaube ich, eine gewisse Grundisolation haben. Wir sehen allerdings auch, es ist im Moment minus 20 Grad, es kann später auch kälter werden. Und das sehen wir auch schon. Nach 4 Tagen sinkt die Temperatur um 2 Stufen. Dann werden die ersten leichten Probleme beginnen. Vermutlich mal. Okay. Es ist doch nicht bis 20 Uhr, sondern bis 18 Uhr. Ihr hört es. Es wird Schichtende angekündigt und jetzt werden sie die Gebäude bauen. Und dann müssen wir gucken. Okay, aber wir haben gleich ein Event. Unterkunftsprobleme. Dach über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. So, wir können für einige Unterkünfte sorgen. Dann haben wir 2 Tage Zeit, um 40 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Oder allen eine Unterkunft bieten. Oder uns nicht darum kümmern. Ich sage mal, wir werden allen eine Unterkunft bieten. Das müsste eigentlich machbar sein. Mit dem Holz, das wir haben. Okay. Ja. Entscheidend ist so. Das bedeutet aber, dass wir jetzt dringend Unterkünfte bauen müssen. Und das ist jetzt schon eine Sache, und das erzählt mir, sagt mir bitte nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man jetzt für die Unterkünfte komplett... Also wir brauchen jetzt... Warte mal kurz. Wir brauchen 8 von diesen Zelten. Ich glaube, es kommen noch Gebäude,
die Kälte empfindlich sind. Wenn ich mich, also ich habe wie gesagt eine Stunde gespielt. Unter anderem die Krankenstation. Warte mal, sehen wir das vielleicht schon? Ja, genau, die Sanitätsstation. Die andere nicht. Also für die Sanitätsstation sollte auf jeden Fall noch Platz sein. Im ersten Ring. Meine Cam ist rüber. Ah, okay. Ja, gut. Ist nicht so schlimm, wenn die Cam da drüber ist. Insofern sollten wir nicht den gesamten ersten Ring ausnutzen. Kann auch sein, dass man die Zelte tendenziell lieber im zweiten Ring baut. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal kurz die Gesundheitsstation, wie viel Platz die wegnimmt. Die sieht mir so aus, als ob sie so viel Platz wegnimmt wie ein Zelt. Okay. Pass auf, ich baue das jetzt so. Ich baue ein paar einfach da und ein paar im zweiten Ring. So mache ich das jetzt. 1, 2, 3, 4. Es gibt ein paar, die Glück haben. 5 und ein paar, die müssen in der zweiten Reihe campen. Mal gucken. Kann Quatsch sein. 6, 7, 8. So, da müssen wir aber jetzt noch Wege schaffen. Die Frage ist jetzt, gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie das optimal gemacht werden kann? Da haben wir schon einen Weg, glaube ich. Ne, ist da jetzt schon ein Weg? Warte mal kurz. Ja, da ist schon ein Weg. Ah, alles klar. Dann bauen wir jetzt hier nur einen runter. Und wir machen mal ein bisschen Holz sparen, bauen da nur einen quer rüber. Okay, gut. Mal gucken, wie schnell die das fertig gebaut kriegen. So, wir sehen sehr schön. Natürlich, jetzt wird nicht gearbeitet, jetzt wird keine Kohle geholt. Jetzt sinkt der Kohlevorrat. Wir sehen aber auch hier, wie lange der reicht. 2 Tage. Und Holz wird natürlich jetzt für die Häuser gebraucht. Ich weiß gar nicht, ob wir genug hatten. Das zieht ja, glaube ich, immer sofort ab, ne? Ich würde so gern näher ranzoomen, das ist ein bisschen schade. Okay, hier nächstes Event. Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Danke für den Ratschlag. So begann die Teilung der Gesellschaft in die erste und zweite Klasse. Ja. Das ist wohl so. Okay, alles klar. Ich kann nicht weiter ranzoomen. Das ist das nächste. Das ist das nächste. Das Speisehaus ist fertig. Oh, das ist gut. Hier müssen jetzt Leute arbeiten. Das heißt, wir müssen Leute irgendwo abziehen. Warte mal, wo? Ah ja. Die 5 ziehe ich mal ab. Das sind Ingenieure, egal, die können jetzt auch erstmal kochen. Ich weiß gar nicht, die arbeiten aber jetzt vermutlich auch nicht, ne? So. Okay, wir haben erstmal die Hauptaufgabe gelöst. Die Jäger sind nämlich auch am Start. Die könnten auch gleich losgehen, weil die gehen, glaube ich, immer nachts los. Leute von unserem Konvoi, die wichtigsten Rohstoffe sind vor uns gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Okay, gut, alles klar. So, jetzt mal kurz gucken. Auf jeden Fall haben wir die Jagdhütte, die ist fertig. Da müssen wir jetzt Leute hinschicken. Wo haben wir hier welche? Wir haben... die Ingenieure, die brauchen wir später noch für was anderes. Ich ziehe mal hier die Arbeiter ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir brauchen. Können wir das irgendwie eruieren? Jagdhütte, 5. Täglicher Gewinn plus 5. Das ist ja wenig. Ich glaube, es braucht nicht so viel im Speisehaus zu arbeiten, ne? Nahrungsmittelverbrauch 80 am Tag. Wir können 399 herstellen. Okay, das ist ja viel zu viel. Das können wir noch ein bisschen feintunen. Aber die müssen, glaube ich, Maximum arbeiten. Ich ziehe hier mal ein paar raus.
239. Ja, wir können uns ein paar Vorräte erstmal anlegen. So, die kommen da rein. Ne, Quatsch. Das war ja wieder Quatsch. Das war genau... Da sollen sie rein. Ach so, Jagdhütte sind Maximum 5. Ach so. Okay, alles klar. Das hatte ich jetzt nicht drauf. Gut, die können dann schon mal losmarschieren. Die ersten Hütten sind auch fertig. Prima. Ich würde sagen, wir bauen erstmal nichts, bevor die Hütten nicht fertig sind. Ach so, nur Arbeiter. Ah, ja. Alles klar, alles klar. Nur Arbeiter. Wir müssen die Arbeiter irgendwo abziehen. Von der Kohle. Wir können das nochmal feintunen mit der Kohle. Wir produzieren 180. Was ist, wenn wir... Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich jetzt richtig Micro mache. Ich habe keine Ahnung, ob das nötig ist. Schaut mal, bei 2 sind wir schon im Minus. Ne, dann machen wir das nicht. Alles klar. Dann gehen wir auf Maximum und ziehen hier... Ja. Wir müssen hier 10 abziehen, oder? Ich glaube, Jagdhütte muss jetzt erstmal voll besetzt werden. Dann bringen wir hier nochmal die Ingenieure hin. Naja, da haben wir jetzt auch 10. Ach, ist egal. Oder wahrscheinlich ist es sinnvoll, erstmal 1 leer zu machen. Ne? So. Ist eh erst 22 Uhr. Gut. Okay. Die bauen immer noch an den Unterkünften. 3 sind schon fertig. Vielleicht wird das diese Nacht was. Dann sind wir gut in der Zeit. Warte mal, wir werden noch informiert über die Jäger. Aber Generator? Haben wir das noch nicht kennengelernt? Der Generator ist das Herz der Stadt und die einzige Quelle für Wärme in diesem gefrorenen Loch. Sobald du genug Kohle auf Lager hast, solltest du ihn einschalten. Haben wir ja schon gemacht. Okay, alles klar. Jäger. Jäger verlassen die Stadt, um in Frostland nach Nahrung zu suchen. Sie arbeiten von 18 bis 6 Uhr. Zunächst bringen sie bis zu 15 Einheiten Rohnahrung von jeder Jagd mit. Das heißt aber, das ist ja komplett zu wenig. Die jagen, die holen 15. Daraus werden 30 Mahlzeiten. Wir brauchen aber 80, oder? Krass. Erforsche Verbesserungen zur deutlichen Steigerung der Jagdausbeute. Oder wir müssen 2 Jäger haben. Aber so viele Leute haben wir gar nicht. Na gut, wir haben ja erstmal noch ordentlich Rohnahrung. Das hält vielleicht noch ein bisschen an. Ja, Gesetze, das wird noch ein Thema werden. So, noch nur noch 10 Obdachlose. Ja, ich meine, wir können schon mal gucken, ne? Beim Gesetzbuch. Suppe könnten wir geben. Wir können Suppe anstelle von richtigen Mahlzeiten zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge Rohnahrung zu ernähren. Die Hoffnung sinkt leicht, die Unzufriedenheit steigt leicht an. Das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Ja. Eigentlich, also, die Situation erfordert es. Wie ist das gleich mal spielmechanisch? Wenn ich jetzt so eine Verordnung unterzeichne, kann ich sie auch jederzeit wieder absagen? Oder ist das erstmal für eine gewisse Zeit oder für immer definiert? Was heißt nein? Das ist fix. Das ist unwiderruflich. Oh mein Gott. Ach so, man kann in der Küche wählen, ob Suppe oder normal. Nur die Alternative ist dann vom Tisch, dass man Zusatzstoffe gibt. Mahlzeit mit Sägemehl. okay. okay, alles klar.
Ja, einige Einwohner, die Mahlzeit mit Segelmehl essen, werden erkranken. Na gut, okay, wir machen das mal. Ich meine, die Situation ist so, wir haben im Moment eine Perspektive, dass wir zu wenig Nahrung haben auf Dauer. Insofern muss man als verantwortungsvoller Führer jetzt möglichst früh eine Entscheidung zu treffen, um dem Problem erstmal zu begegnen. Wir können ja die Suppe dann rausnehmen, wenn es besser wird. Aber ich würde sagen, ja, wir machen das mal. Wir ziehen das mal durch. Wir machen das mit der Suppe. Sägemehl finde ich doch ein bisschen zu crazy. Außerdem kostet es vielleicht noch Holz oder so. Wir unterzeichnen die Suppenverordnung. Okay, das Speisehaus kann Suppe servieren. Speisehaus wird 4 Essensrationen aus 2 Ruhennahrung. Okay, wir haben erstmal versprochen. Oh, warte mal kurz. Jetzt. Also, Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich mit einem Dach über den Kopf erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt erstmal. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. So, jetzt aber noch mal zum Thema Suppe. Also, hier Suppe wird 5 Essensrationen aus 2 Ruhnahrung machen. Eine mehr. Aber das ist schon aktiviert. Ah, okay, alles klar. Gut. Dann will ich mir mal ganz kurz angucken, was bedeutet das jetzt für unsere Nahrung? Leider sieht man das nicht ganz genau. Also im Moment 15, das heißt 75. Das reicht gerade so. Aber wir kriegen bestimmt noch andere Möglichkeiten. Oder wir müssen noch ein paar Jäger rausschicken oder so. Alles klar. So, okay, wir haben alles gebaut. Wartet mal, wir sind 0:48. Das nächste, was wir machen müssen, ist eine Werkstatt und eine Signalstation bauen. Ich glaube, ich guck mal kurz. Ah, Forschung ist noch nicht freigeschaltet, ne? Was können wir denn eigentlich bauen hier? Werkstatt. Ich glaube, die Signalstation müssen wir nämlich freischalten. So, Werkstatt. Labor. Die 299 sind das, was 3 Leute maximal am Tag schaffen. Ja. Geh mir, ich hab's verstanden. Ja. Das habe ich kapiert. So. Ja. Das bauen wir mal hier hin. Da müssen wir noch wieder eine Straße hinziehen. Okay, also Werkstatt, Signalstation. Was wir tendenziell auch brauchen, ist eine Sanitätsstation. Die können wir eigentlich auch schon mal in Auftrag geben. Das wird ein Thema werden, das ist klar. Die baue ich dann hier in den warmen Bereich, dass es zumindest den Kranken irgendwie gut geht. Okay, gut. Die Nacht ist da. Waren das nicht 5 für 2? Ach so. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich eben gerade verrechnet, ne? Stimmt. Warte mal, 5 für 2? Ach, das ist ja eine Scheißrechnung. So, wir haben nämlich schon den ersten Kranken. Wir sehen das hier. Das ist wahrscheinlich aus Tutorial-Gründen. Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Okay, war mal das interessant. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eines von 2 Gesetzen unterschreibst. Das Gesetz Radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischer Einrichtung zu behandeln, aber einige von ihnen werden als Amputierte zurückgelassen. Das Gesetz Lebenserhaltung erlaubt es dir, die Schwerkranken in Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf unbestimmte Zeit am Leben zu erhalten. Aber unbehandelt. Okay, Sanitätsstationen, die Kranken können sicher behandelt werden, die Schwerkranken können eine radikale Behandlung erhalten. Im Pflegeheim, die Schwerkranken und Amputierten, die im Pflegeheim leben, erhalten halbe Rationen. Ja, so kann man auch Nahrung sparen. Krankenhaus, die Schwerkranken können sicher geheilt werden. Okay. Das heißt, man hat hier die Wahl, ob man einen kurzfristigen Benefit mitnimmt. Jetzt mal rein strategisch gesprochen. Dass die einen nicht belasten so sehr.
oder ob man sie, ob man einen langfristigen Benefit mitnimmt, dass man sie schwer krank erhält, aber sie dann geheilt werden können, während Amputierte nicht geheilt werden. Amputierte belasten einfach nur das System. Ah, interessant, interessant, interessant. Es gibt später Prothesen, das sagt das Tutorial leider nicht. Ah, okay, alles klar. Gut. Dann, ja, weiß ich gar nicht. Müssen wir den Erlass schon raushauen? Wahrscheinlich muss man das, oder? Achso, wir können eh jetzt noch nicht. Wir müssen 14 Stunden warten. Gut, alles klar. Jo, von der Verteilung der Arbeitskräfte. Ja gut, das wird sich jetzt nochmal radikal ändern, wenn da Leute forschen. Okay, Krankenstation muss vermutlich auch besetzt werden, ne? Oder? Ja gut, wir lassen jetzt mal ein bisschen schneller laufen, weil Nacht ist. Nicht. Ja gut, die haben hier noch keine Suppe hergestellt, das, weil wir das in der Nacht besetzt haben. Okay, ab 5 Uhr wird wieder automatisch langsam gestellt. Und die Leute erwachen langsam. Ja, ist cool, wie sie aus den Zelten so kommen. Sehr schön. Bei einem Kranken muss man doch bestimmt keinen Beschluss fassen, oder? Wenn man die Umstände bedenkt, geht es eigentlich ganz gut. Ja, Fraxa, hast recht, ja. Rollenspieler wahrscheinlich noch nie nötig. Ein weiterer Tag, eine weitere Schicht. Das ist allerdings ein Schwerkranker. Nicht zu viele Tipps geben. Ja, das ist auch ein Punkt. So, Tag-Nacht-Zyklus. Die Stadt erwacht um ungefähr 6 Uhr. Die Leute haben etwas freie Zeit, bis die Arbeitsschicht um 8 Uhr beginnt. Es sei denn, es stehen Bauarbeiten an. Okay, da wird dann weitergearbeitet. Sehr cool. Nachdem sie ihre Schicht um 18 Uhr beendet haben, haben sie wieder frei, um beim Bau zu helfen, was sie bis weit nach Mitternacht auf Trab halten kann. Du kannst die 10-Stunden-Schicht verlängern, wenn du bestimmte Gesetze unterschreibst. Ah, okay. Das heißt, die bauen 8 Stunden, arbeiten 8 Stunden und schlafen 6 Stunden. Kommt das hin? Nee, komm nicht hin. Ach nee, die arbeiten 12 Stunden. So ungefähr, irgendwie so. 10 Stunden. 12 Stunden. Ah, scheißegal. Schichtzeit ändern. Notfallschicht, das sind über Gesetze. Naja, arbeiten 10, okay, so war's. Gut. Weiter geht's. So, jetzt wird erstmal die Werkstatt gebaut. Der Whisky ist schon getastet worden. Vor 21 Uhr, wie immer, vor Beginn des Streams. Okay, das heißt also, die Jäger waren offenbar noch nicht unterwegs, weil wir das Gebäude erst nach 18 Uhr fertiggestellt haben. Die marschieren dann wohl nicht einfach so los und machen nur eine halbe Jagd. Hm, interessant. So. Okay, jetzt haben wir jetzt. Gehen die da und holen wieder Holz und sowas alles? Gut, Arbeitskräfte. Einige Gebäude, wie die Sanitätsstation oder die Werkstatt, erfordern intensive geistige Arbeit von den dort beschäftigten Personen und können daher nur mit Ingenieuren besetzt werden. Jetzt kommt das ins Spiel. Arbeiter liefern nur handwerkliche Arbeit. Kinder können zunächst gar nicht eingesetzt werden. Durch Klicken auf das Symbol in der rechten unteren Ecke kannst du deine Personalverteilung überprüfen. Ja, soweit klar. Das heißt, wir haben vermutlich jetzt die Werkstatt. Ach so, die normale Arbeitszeit beginnt. Ah, das ist so cool. Sounddesign ist echt gut. So, die Sanitätsstation ist nämlich fertig. Okay, wir haben jetzt nur mal gucken. Wir haben, wo sind unsere Ingenieure gerade? Drei sind in der Küche. Das ist eigentlich dämlich. Das muss ich umdisponieren. Keine. Dafür nehmen wir hier die Arbeiter mal raus. Die packen wir wieder in die Küche rein. Dann haben wir da noch 10 Ingenieure, da 2. Die nehmen wir da dann auch raus. Keine. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 5 Ingenieure frei für die Krankenstation. Aber die Frage ist, braucht man eigentlich so viele in der Krankenstation, wenn man nur einen Kranken hat? Korrespondiert das? Hm.
Gibt es da irgendwie eine Effizienz? Ja, hier. Derzeitige Effizienz 0%. Bis zu 3 Arbeiter in dieser Schicht. Geht essen. Anzahl der Ärzte beeinflusst Krankheitsdauer. Okay, aber es ist doch so, dass der schwerkrank ist, der kommt da eh nicht raus. Insofern machen wir erstmal nur einen Arzt. Ein Arzt für einen Kranken ist doch eine perfekte Betreuungs... So, jetzt wird es aber wichtig, Forschung. Man kann die Jäger tagsüber auch anderswo arbeiten lassen. Ja, so viel Micro machen wir nicht. Das ist, finde ich, nervig. So, verwenden die Funktion Werkstatt, um neue Gebäude und Verbesserungen zu entwickeln. Werkstatt, Technologiebaum. Du kannst die Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, indem du mehrere Werkstätten baust. Eine Werkstatt 100%, 230, 350, 460. Also die Effizienz nimmt dann ab. Okay, verstehe. Forschungen sind in Stufen gruppiert. Du musst eine Stufenaufwertung erforschen, bevor du die Technologie in dieser Stufe erforschen kannst. Etwas zu erforschen kostet Rohstoffe und Zeit. Mhm. Gut. Straßen haben wir schon kennengelernt. Eine Straße kostet ein Holz pro Abschnitt. Ja, das heißt jetzt Technologiebaum. So, es gibt Heizung. Hier sind die Stufen. Erkundung und Industrie. Rohstoffe. Nahrung, Gesundheit, Unterkunft. Ah, hier sehen wir zum Beispiel Ausrüstung für Jäger. Das ist gut zu wissen, aber wir werden als erstes die Signalstation bauen bei der Quest jetzt, ne? Erforschen, meine ich. Kostet uns 10 Holz. Die Signalstation kostet dann 20 Holz und 35 Stahl. Oh, wir sollten anfangen, Stahl zu sammeln. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, wir müssen ein bisschen umdisponieren. 7 Stunden dauert das. So, die Ingenieure werden beschäftigt, aber wir brauchen erstmal Ingenieure. 4 haben wir im Moment frei. Das sollten wir aber maximal beschäftigen. So, jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren. Da sind 10. Da schicken wir also komplett 5 hin. So, jetzt will ich auch noch welche zum Stahl bringen. Wir haben 5 Stahl, das ist ja nix. Hm, ich guck mal ganz kurz rein, wie sich das jetzt genau verteilt. 15 und 11. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier... Halt, wo habe ich sie jetzt? Wir nehmen mal hier die 9 Ingenieure weg und bringen die zum Stahl. Ja. Mal sehen, wie viel Stahl kriegen die zusammen. 24 am Tag. Das ist zu wenig, um zum Beispiel jetzt die Signalstation an einem Tag zu bauen. Ne? Wo war sie jetzt? Ach, die haben wir noch gar nicht erforscht. Signalstation. 35. Ha! Das würde gerade so knappen. Ja, ist mir ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. Wir nehmen noch die beiden Arbeiter komplett raus. Okay. Straße zur Werkstatt bauen. Da ist eine Straße zur Werkstatt. Ach nee, ist sie nicht. Okay, ihr habt recht. Den Futzel, den habe ich irgendwie nicht richtig gezogen. Das ist natürlich schlecht. Jetzt arbeitet die nicht wegen der Straße. Oh doch, die Straße wird ausnahmsweise doch sofort gebaut. Das ist ja gut. Jetzt startet das endlich. Okay, alles klar. Jetzt geht's los. So ist die Arbeitskraftverteilung. Okay. 1 in Behandlung, 2 in Behandlung, 0 in Palliativpflege. 2 in Behandlung. Der war doch schwer krank, oder? Mhm. Na gut. Das habe ich noch nicht ganz so kapiert, wie das mit der Effizienz da läuft. Kein Essen mehr? Wie, ja gut. Speisehaus.
Ah, warte mal. Warum haben wir da nur 3 von 5? Wir müssen da, glaube ich, erstmal mehr hinschicken. Wir müssen erstmal wie einen Grundstock haben, oder? Das läuft so nicht. Jagdhütte muss Maximum sein. Dann nehme ich die 2 hier nochmal wieder raus. Aber eigentlich müssten die müssten schneller Essen herstellen, als wir verbrauchen. Bei 3. Das hatten wir eigentlich gesehen. Du musst bedenken, dass die Sani-Station 24 Stunden offen hat, eine Person aber nicht 24 Stunden arbeitet. Ah, ich verstehe. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Das müssen wir mal beobachten, wie das läuft. Verstehe. Okay. Ihr seht aber, das mit den Mahlzeiten, die Panik war umsonst. Das war Quatsch. Ich hatte das schon richtig eingestellt. Wir machen das mal wieder hier so. Die kommen locker zurecht da mit den Mahlzeiten. Gut. Was haben wir hier? Irgendein Event? Leute von unserem Konvoi. Eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen, aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Späherteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Ja, ja, wir tun, was wir können. Gut, wir können die Signalstation eigentlich noch nicht bauen, ne? Wir müssen sie erst erforschen. Aber das wird ja bald zu Ende gehen. Das heißt, wir werden heute Abend die noch bauen können. Das ist ja in Ordnung. Das ist doch gut. Ah, das sieht gut aus. Sehr cool. Ich will aber näher ranzoomen, Leute. Ich hoffe, Frostpunk 2 ermöglicht das. Seitdem ich Foundation spiele, bin ich so verliebt darin, dass man ganz nah an die Gesichter rangehen kann. Das ist einfach nur cool. Aber es sieht trotzdem richtig gut aus. Die Details hier. Ich brauche 35 Stahl zur Erforschung. Ich dachte, zum Bau brauche ich 35 Stahl. Nee. Das ist zum Bau. Zur Erforschung brauchte ich, glaube ich, nur Holz. Die toten und leblosen Gesichter der Foundation Pops. Nein, die sind nicht. Die sind wunderbar. Nichts gegen die Foundation Pops. Die Hütten in zweiter Reihe haben mehr Schnee. Stimmt, ja, richtig. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Okay, wir haben die Signalstation erforscht. Hervorragend. Dann werden wir sie auch direkt in Auftrag geben. Entschuldigt, dass ich hier immer noch pausiere bei solchen Sachen. Ich bin da noch nicht so souverän. Signalstation. Kosten 20... Ah, wir haben die 35 Stahl noch nicht. Wir können sie auch noch nicht in Auftrag geben. Aber die müssten doch eigentlich jetzt zusammenkommen, ne? Ah, ich habe hier was abgezogen. Nee, das sind 11 Leute. Shit! Wir kriegen die 35 Stahl nicht. Können wir noch schnell mehr hinschicken? Leute, wir müssen ein Notfallteam. Ich will den Stahl heute noch haben. Ich ziehe mal hier 3 ab. Ne, 4. Ob das noch reicht? Gebt mir den Stahl. Ne, Notfallschicht für so eine Sache, dann wird es halt erst morgen gebaut, ist dann halt so. Aber das finde ich jetzt übertrieben. Aber wir kriegen es nicht. Ah! Naja. Okay, gut. Wir sollten aber eine neue Forschung definieren. Das stimmt. So, ich denke... Warte mal, jetzt wir gucken mal, was jetzt hier alles möglich ist. Also, Dampfzentrum. Wenn sie vom Generator angetrieben werden, erzeugen diese Vorrichtungen zusätzliche kleinere Wärmezonen um sich herum. Jedes aktive, nicht modifizierte Dampfzentrum verbraucht 3 Kohle pro Stunde. Okay, das sind quasi so Mini-Generatoren. Oder Heizkörper. Ich glaube, das
Eins von beiden ist sinnvoll. Ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeiten. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb eine Kohle pro Stunde. Nee, sollte nichts empfehlen. Ich tendiere allerdings spontan zum Heizkörper. Aber das ist, glaube ich, nicht das Erste, was ich mache. Schnelleres Sammeln. Durch den Einsatz besserer Werkzeuge und Arbeitsweisen sammeln die Einwohner Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkissen und Stahltrümmern um 15% schneller. Unabhängig davon, ob eine Sammelstelle benutzt wird. Okay, schneller heißt aber nicht mehr. Kohlegenerator. Der Kohlegenerator pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen und wäscht den wertvollen Rohstoff an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen von 560 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für zwei Sammelstellen. Ah, okay, das ist dann nachher, um dauerhaft Kohle zu erzeugen. Warte mal kurz. Schneller heißt mehr. Ja, in einer gewissen Zeitspanne. Aber wenn wir eine Menge X dort zur Verfügung haben, also Holzkisten, keine Ahnung, 300, dann heißt das nicht, dass da mehr Holz rauskommt aus dem Sammelplatz, sondern nur, dass wir das schneller abbauen. Ne? Genau. Die sind einfach begrenzt. Naja, ich bin mir um den endlichen Holzvorrat sehr bewusst, ja. So, okay, alles klar. So, Sägewerk. Macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare Materialien und produziert bis zu 80 Holz pro Standardarbeitstag. Okay, das sind die gefrorenen Bäume, die haben wir schon gesehen. Das wird wichtig werden. Stahlwerk. Fördert Eisenerz aus unterirdischen Vorkommen und verarbeitet es bis zu 40 Stahl pro Standardarbeitstag. Ja, okay, das ist alles Late-Game-mäßig, würde ich sagen. Ich tendiere jetzt erstmal darum, das hier zu machen. Dank besserer Schneeschuhe und Tarnkleidung kehren Jäger, die von der Jagdhütte aus aufbrechen, mit mehr Rohnahrung von jeder Jagd zurück. 20. Ja, das brauchen wir dringend, weil wir sehen, wir sind ansonsten, haben wir Nahrungsprobleme. Deswegen starten wir das. Okay. Leider hat das jetzt mit dem Eisen erstmal vor dem Schichtende nicht geklappt. Na gut. Es ist, wie es ist. Müssen wir da noch einen Tag warten. Gibt es sonst noch irgendwas Sinnvolles, was wir im Moment bauen können? Ja, das ist hier diese Sammelstelle. Die Arbeiter hier sammeln Rohstoff aus nahen Kohlehaufen. Ich glaube, da arbeiten dann weniger als hier. Die holen aber dasselbe raus. Das ist schon ganz cool eigentlich. Neues Gesetz kann erlassen werden, ja. Das können wir uns auch mal angucken, ob irgendwas sinnvoll ist. Ja, die Sache mit den Kranken, aber ich finde, das ist noch nicht so akut. Kampfarena weiß ich nicht, Notfallschicht auch nicht. Die Kindersache müssen wir auch nicht entscheiden. Friedhof und Leichen haben wir noch nicht. Ich würde sagen, im Moment ist das alles noch nicht relevant für uns. Zweite Jagdhütte. Ja, wir haben gar nicht das Arbeitskräftepotenzial eigentlich. Sind das die Jäger, die jetzt losziehen? Ich würde das erstmal nicht machen. Oh, wir haben zwei neue Kranke. Oh, warte mal. Ach so. Jetzt sehe ich gerade, was jetzt ist. Jetzt haben wir einen Ingenieur, der hat keine Schicht mehr. Und deswegen sind die nicht in Behandlung. Verstehe. Okay, dann ziehen wir da einen ab. Das heißt, zwei sollten dann hier standardmäßig dabei sein, mindestens. Mal gucken, ob das so stimmt. Ja, tatsächlich. Jetzt sind sie in Behandlung. Okay, verstehe. Gut. Sehr schön. Nee, Sammelstellen mal noch nicht erklären. Also so richtig offensichtlich weiß ich das auch nicht. Wir werden das mal ausprobieren einfach. Wie das funktioniert an einem Beispiel. Hier sind übrigens die gefrorenen Bäume. Mal sehen, wie das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Hier hinten sind auch gefrorene Bäume. Okay, das gibt dann schon ein bisschen Holz. Wohin verschwinden denn eigentlich die Jäger? Ach so, ins Nirgendwo dann irgendwann.
So, wir können schneller vorlaufen lassen, weil im Moment passiert nichts Spannendes. Wir warten eigentlich auf den Stahl. Also wir haben jetzt... Ja, okay, das war der erste, würde ich sagen, der erste Fehler. Die erste Ineffizienz, dass ich die Stahlkosten nicht richtig kalkuliert habe. Wir hätten jetzt die Signalstation schon haben können. Drei Kranke. Drei in Behandlung. Nächster Tag, würde ich sagen, ist erstmal okay. Wobei wir brauchen, glaube ich, hier nicht so viele beim Stahl. 37. Naja, wir verbrauchen jetzt ein bisschen was. Ich lasse es erstmal. Achso, ich habe von der Kohle was runtergenommen. Das war ja doof. Das war ja doof. Die Kohle muss ja auf Maximum bleiben. Was habe ich da gemacht? Das geht nicht. Da müssen wir was vom Holz runternehmen. Gehen wir an die Arbeit. Wir können jetzt nicht nachlassen. So sieht's aus. Ein weiterer Tag, eine weitere Schicht. So ist das Leben. Wir haben jetzt schon vier in Behandlung. Die in Behandlung sind, die arbeiten auch nicht. Warte mal, das interessiert mich jetzt mal. Wo sind die, die krank sind? Werden die jetzt trotzdem an ihrer Arbeitsstelle aufgeführt oder sind die da nicht dabei? Das könnt ihr mir mal sagen. Wie funktioniert das genau? Ja, die arbeiten nicht. Das heißt, die werden dann irgendwie hier zufällig, oder was heißt zufällig, weggenommen. Ach so, die werden aufgeführt, kommen aber nicht. Ja, das war meine Frage. Ob ich die zahlenmäßig hier sehe, aber die sind da nicht da, ne? Aha, hier zum Beispiel, in Behandlung. Ah, okay, verstehe. Ah, verstehe. Verstehe, gut, interessant. Okay. Naja, spannend. So, jetzt geht's nochmal los mit der Arbeitszeit. Forscher, das heißt, wir haben aber immerhin für den Jäger in der nächsten Nacht die bessere Ausrüstung. Das ist doch schon mal gut. Das ist gut. Okay, man kann in der Sani-Station sehen, wie lange sie behandelt werden. Oh, krass. Zwei Tage, drei Tage. Interessant. Holzkissen erschöpft. Oh, verdammt. Das heißt, wir müssen hier die Arbeit jetzt wieder hinschicken zu den nächsten Holzkisten. Und ich glaube, wir nehmen hier die vier mal wieder runter. Oder auch die Ingenieure, ist egal. Denn das reicht jetzt meines Erachtens. 10 von 15. Wir haben den Stahl da gleich beisammen. Wenn Leute ohne Sammelhütte sammeln, werden sie eher krank, ja. Das können wir vielleicht mal bauen. Wir bauen... Was ist hier los? Ach, die haben kein Essen. Ah, die haben nichts mehr zu verarbeiten, ne? Okay, dann... Das können wir schon micromanagen. Dann schicken wir sie woanders hin. Dann schicken wir sie... Ah, wir holen uns jetzt mal einen Stahlvorrat. Und... Sammelstelle. Wie gesagt, klar, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es funktioniert. Wir sind hier offenbar im Radius von irgendwas. Was ich nicht genau weiß, wie man dann einstellt, was die da jeweils abbauen wollen. Aber das können wir einfach mal ausprobieren. Die kann man auch relativ leicht, das habe ich schon gesehen, leicht wieder abreißen. Man kriegt da ziemlich viele Ressourcen wieder. So, machen wir das mal. Wir bauen die mal dahin und probieren das mal einfach mal aus, wie das funktioniert. Ja, die sammeln alles. Aber die Frage ist, ob man noch definieren kann,
Ist die Frage, ob man noch definieren kann, was sie dann sammeln sollen. Ne? Ja, das werden wir gleich mal sehen. Mal gucken. Ah, verdammt, das hat jetzt auch wieder Stahl gekostet. Ne? Kriegen wir trotzdem noch genug Stahl? Ja, wir sind ja erst 11 Uhr. Alles klar. Kann man nicht definieren, sagt Pantoffel. Okay, alles klar. Ja gut, dann bauen wir da beides ab, was ja auch okay ist. Wir werden mal sehen, wie effizient das ist. Gucken wir mal. Zwischen Gebäuden wechseln. Durch Klicken auf die Pfeile rechts und links im oberen Teil des Baufensters kannst du schnell durch Gebäude wechseln. Des gleichen Typs. Mhm, verstehe. Okay. So. Jetzt sind wir in der Lage, die Signalstation zu bauen. Ich glaube, die ist komplett unbemannt. Insofern können wir sie auch, glaube ich, ziemlich weit hinten aufstellen, oder? Da, wo wir jetzt schon fast eine Straße haben. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ist ein bisschen willkürlich, was ich jetzt hier mache. Aber ja, ganz am Rand ist es wieder das Problem, dass man dann Holz verschwenden muss für die Straße. Ich baue es jetzt mal hier hin. Platzierung nicht möglich? Doch, so. So ist es möglich. Und Straße muss dann nachgeholt werden. Bis dahin. Ja, Windkraft wäre auch nicht schlecht, ja. Okay. Und dann, ich meinte, wir wissen ja, dass wir da möglicherweise neue Kolonisten bekommen. Deswegen könnte man eigentlich schon mal noch ein nächstes Zelt, die nächsten Zelte planen. Zumindest eins. Oder vielleicht auch zwei. Sind wir schon mal vorbereitet? Warum nicht? Ja, in der Senke wird es kein Luft geben, aber vielleicht kann man das hier oben hinbauen. Bei den Temperaturen könnte man CO2-Emissionen brauchen, ja. Aber ist auch cool. Wisst ihr, was richtig gut aussieht? Wie dieser Schnee hier zertrampelt wird. Das ist ja fantastisch. Das finde ich ja richtig toll. Bin mal gespannt, ob dann irgendwann, wenn es schneit, das dann wieder so zuschneit. Okay, wir haben erforscht. Sehr, sehr, sehr gut. Wir gucken gleich mal, was wir als nächstes machen. So. Tendenziell könnte ich mir vorstellen, dass das Sägewerk relevant wird. Weil das ist jetzt der nächste knappe Punkt, den wir haben. Ja, da bin ich sogar ziemlich davon überzeugt, dass wir das brauchen. Wir checken mal ganz kurz beim Holz. Wir sehen, wir haben nur noch zweimal Holzkisten. Insofern, ja, ich denke, wir machen das. Als nächstes. Gut. Vier in Behandlung. Okay, alles klar. Bei den erschöpften Holzkisten ist schon wieder zugeschneit. Stimmt, hier ist es wieder ein bisschen zugeschneit. Ja, sehr cool. Kohlehaufen ist erschöpft. Okay. Dann nehmen wir jetzt den hier. Wie viel Kohlehaufen haben wir noch? Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Luft, ne? Warte mal, Kohle. Ah, haben wir noch ein bisschen Luft, ja. Sagt man aber, der sagte mir 168. Ja, es kommt vielleicht, weil eine krank ist oder so. Ich weiß, dass sie nahrung gekocht ist, deswegen arbeitet hier auch gar kein Koch mehr. Das ist mir bekannt.
Ja, bald wird es kälter. Das ist mir auch bekannt, habe ich schon darauf hingewiesen. Wenn die Kohle zur Neige geht, werden wir diese komische Kohleförderung starten. So, jetzt wird gebaut. Das ist gut. Jetzt wird die Signalstation gebaut. Diese Sammelstation. Mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren wird. Bin mal gespannt. Ich weiß nur, dass man die relativ gut und günstig abreißen kann. Und relativ viel von den Ressourcen wiederbekommt. Perry, lass mich doch mal meine eigenen Entscheidungen treffen. Wenn ich meine, dass rein rollenspielerisch, dass es jetzt nicht nötig ist, irgendwelche Gesetze zu beschließen. Lass mich doch. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die ich jetzt machen muss. Ob das die Essenz des Spiels ist, ist mir doch scheißegal. Ich will jetzt hier überleben und die Gesetze behagen mir nicht. So. Wetteränderung. Die Temperatur in der Stadt ändert sich ständig. Achte genau auf die Vorhersage für die nächsten 5 Tage, die rechts neben der Temperatur am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Ein Thermometersymbol zeigt die Tendenz der Temperaturänderung an. Fahre mit der Maus darüber für Details. Wenn es draußen kälter wird, sinkt auch die Temperatur in Gebäuden. Gebäude unterscheiden sich in der Schutzwirkung gegen Kälte. Um alle Faktoren zu sehen, die die Temperatur in einem Gebäude beeinflussen, fahre mit der Maus über das Thermometersymbol im Fenster. Okay. Gut. Wir gucken uns das mal kurz an, wie das genau aussieht. Hier. Okay, also hier haben wir die Gebäudeisolierung selbst bringt plus 1 und plus 1 die Wärmezone. Das heißt, hier ist komfortabel. Hier haben wir nur die Gebäudeisolierung. Die Wärme des Generators kommt dort nicht mal an, deswegen ist es hier nur noch erträglich. Hier ist es komfortabel, weil das Gebäude besser isoliert ist. So scheint das Prinzip zu sein. Okay, alles klar. Cool, wie alle wirklich jetzt arbeiten, finde ich super. Und der Sound ist auch richtig gut. Okay, wir haben die Signalstation. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können wir unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen, die uns umgibt, Frostland. Okay. Cool. Okay, warte. So, warte mal, geht die Zeit jetzt voran? Ich glaube nicht, ne? So, und die Signalstation. Die Signalstation ermöglicht dir Zugang zur Welt außerhalb der Stadt. Du kannst sie mit Speeren über das Signalstationsfenster erkunden. Ja. Mit der Signalstation kannst du Frostler mit Speeren erkunden. Klick auf die Basis, bla bla bla, das ist klar. Speerteam erstellen. Um zum Team braucht man 40 Holz und 5 Leute. Holz, oh. Speer sind autark und können große Entfernungen von der Stadt aus zurücklegen. Sie können wertvolle Rohstoffe und Überlebende finden und vielleicht Licht in die Welt und ihr Schicksal bringen. Der Fortschritt deiner Speer wird durch die Symbole in der oberen rechten Ecke angezeigt. Mhm. Okay. Um Speer einzusetzen, wählst du ein Standortsymbol aus und klickst auf den grünen Pfeil. Ja. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, kein Holz ausreichend haben. Insofern kann das noch nicht starten. So. Ich gehe nochmal zurück zum Gesetzbuch. Ich meine, die Sache mit den Kranken ist eine Sache, die wir irgendwie entscheiden müssen. Das gebe ich euch, da gebe ich euch recht. Und Kinderheime ist auch eine Sache, die man durchaus machen kann, wenn wir keine Kinderarbeit machen sollen. Das ist auch okay. Friedhöfe und sowas finde ich, das kommt erst, spielt erst eine Rolle,
wenn wir wirklich Leichen haben. Habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt. So, dann entscheiden wir mal die Sache mit den Behandlungen. Hm. 30% der Insanität. Also ich tendiere hier tatsächlich zur radikalen Behandlung. Wir können uns jetzt so einen Schnickschnack wie Lebenserhaltung nicht leisten. Das werden wir tun. Wir werden alles versuchen, um die Schwerkranken zu heilen, von Invasivchirurgie bis zur Amputation. Ja, was heißt aus RP-Sicht? Aus RP-Sicht ist beides möglich. Zack. Ich hoffe nur, sie nehmen mir nicht das Bein ab, wenn ich krank werde. Wenigstens retten wir Leben. Genau. So sieht's aus. Oh, warte mal. Hier ist irgendwas. Bereit zur Suche. Die Leute jubeln, als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hat, ist auch dabei. Wir brauchten einen Erfolg. Hervorragend. Okay. Noch ist die Nahrung nicht da. Das werden wir dann aber irgendwann verarbeiten müssen. Wobei, das hält 2 Tage. Das ist vielleicht auch nicht so dringend. Wir können jetzt mal drüber nachdenken, wie wir das jetzt hier gestalten. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier 10 Leute. Wir nehmen die mal, ziehen die mal kurz ab hier. Und machen die da rein. Plus einen davon. So. Und wie läuft das jetzt? 48 Holz und 5 Stahl. Ich kann hier im Moment noch nichts auswählen. Auf jeden Fall sind es nicht 15 wie hier, sondern 10. Ist das denn damit ineffizienter? Holen die weniger? Hm. Okay, warte mal. Mit 10 Leuten holen sie 35, mit 15 60. Aber der Rest holt halt Stahl. Ja. Naja, gut. Ja, wir probieren das aus den Tag. Wir werden sehen. Okay, wichtig sind, die Jäger sind ja unterwegs, ne? Die habe ich jetzt nicht verpennt. Die holen jetzt 20 Nahrung. Ich glaube, die Küche lasse ich erstmal aus. Wir haben ja erstmal für 2 Tage vorbereitet. Die 9 Zelte sind da. Werden die eigentlich beheizt? Wie, da sind... Wieso sind da Leute eingezogen eigentlich? Die haben sich jetzt so separiert? Ach so, okay. Wie ihnen gerade lustig ist. Aber wir haben noch 3 freie Plätze. Was können wir denn damit machen? Da müssen wir irgendwo anders hingehen. Ich denke, wir gehen nochmal auf Holz. Aber wir brauchen jetzt ja auch noch Leute für... Für die Expedition. Hm, werden wir genug Holz haben. Aber so lange werden wir sie hier hinschicken. Aber das ist ja noch nicht so weit. Wir sind ja erstmal noch in der Nacht. Alles ist gebaut. Die Kältewelle kommt, ja. Das wird spannend. Ach so, kann ich das abschalten? Verbrauche ich hier Kohle? Nee, das verbraucht keine Kohle. Die Küche. 5 Kranke schon. Wow, die haben noch nicht mal die Kältewelle. Wahnsinn. Da ist keine Heizung drin. Ja, genau. Okay, es ist 5.20 Uhr. Ich muss durchhalten, Leute verlassen sich auf mich. Manchmal frage ich mich, welchen Sinn unsere Mühen haben. Genau, nur Heizvorgänge kosten Kohle. So. Also das nächste, worauf wir warten, ist, dass wir 40 Holz haben, dass wir die Expedition starten können. Das ist das nächste große Ding eigentlich. Ah, wieder ein Kranken. Okay, jetzt haben wir den Moment, dass hier die Ärzte nicht mehr ausreichen. Das heißt, wir müssen vermutlich jetzt 4 Ärzte reinstecken, damit die in beiden Schichten das machen können. Okay, das heißt, wir holen die Ingenieure jetzt wieder hier weg.
Und jetzt kommt auch noch der Frost. Minus 40 Grad. So, wir gucken jetzt mal. Das reicht immer noch nicht. Geht vielleicht jetzt los. Wir gucken jetzt mal hier hin. Okay, also es ist jetzt hier kühl, da kalt, da kühl. Get going. Time to earn your bread. Jetzt geht's los. Gesetz geht noch nicht, ne? Wir sind in der Abklingzeit. Aber das mit den Kranken, die vier Ärzte scheinen ja nicht zu reichen, oder? Ach so! Ach, die hat nur... Warte mal, die hat nur... Ja, die hat nur fünf Betten. Ach so! Okay, das spricht dann dafür, lieber eine neue Krankenstation zu bauen. Ja. Okay, das ist was, was wir dann auch noch machen müssen. Jetzt lernen wir erstmal was über Generatorüberlastung. Im Extremfall kann der Generator in einen Overdrive versetzt werden. Dies erhöht die Wärme, die er liefert, setzt den Generator aber auch unter Druck. Behalte den Belastungsmesser im Auge. Wenn er 100% erreicht, wird der Generator explodieren. Das ist eine coole Mechanik. Wir können jetzt hier einen Overdrive starten. Aber verbraucht das auch mehr Kohle? Ja, wie geil. Stahltrümmer erschöpft. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ach, der Stahl ist jetzt hier schon weg, wo wir die Sammelstelle haben. Okay, verbraucht viel mehr Kohle. Dann lassen wir das erstmal. Aber es würde mich mal kurz interessieren, wie viel ist denn das, wenn wir jetzt hier Kohle haben? Wir sehen... Nee, der Kohleverbrauch ist identisch. 144, hat sich überhaupt nicht verändert. Verbraucht nicht mehr Kohle, Leute. Wenn es keinen Kohle verbraucht, dann können wir das ja immer so ein bisschen handeln, oder? Immer mal so ein bisschen den Overdrive anschalten, damit es den Leuten besser geht, damit nicht so viele krank sind. Steht auch im Generator, wie hoch der Verbrauch ist? Ja, 6 Kohle pro Stunde, hat sich nicht verändert. Achso, hier ist der gleiche. Okay, alles klar. So, Stahltrümmer erschöpft. Das ist erstmal wichtig. Das heißt, jetzt holen die 6,3 pro Stunde. Holen die jetzt mehr Holz? Weil die jetzt nur Holz holen? Muss ich auch nochmal gucken. Schaut mal. Das ist interessant. Mit einer 90%igen Effizienz holen die mehr Holz, als wenn man direkt die Holzkisten sammeln lässt. Okay, das spricht ja sehr viel für die Sammelstellen. Ja, ja, bei 100% ist Kaboom, ja. Ja, wir machen aus. Ich weiß nicht. Erzählt mir es nicht. Also im Moment steht da nur, bei 100% explodiert das. Das kann man ja managen. Wir lassen ihn mal ein bisschen heizen. Wenn es nicht mehr verbraucht. Wir müssen ja unsere Erfahrung mit unserem Generator machen. Ist doch gut. Oh Leute, wir sind bei 59. Scheiße, verpeilt. Wir brauchen 5 Freiwillige für die Expedition. Was nehmen wir da? Da hinten sammeln wir Holz. Wir brauchen auch wieder Stahlsammler, ne? Ah ne, da ist Kohle. Da können wir keinen wegnehmen. Leute, nicht verraten, was hier passiert. So, kurz mal überlegen. Dann nehme ich mal hier 5 weg. Die werden wir jetzt erstellen, die Speer. Okay, und jetzt will ich die auf eine Mission schicken. Vermisste Expedition. Zahllose Zelte. Wir können sich bewegende Personen ausmachen. Das müssen die vermissten Expeditionsmitglieder sein. So. Aha. Okay, alles klar. Einheit entsendet. Cool. So, also wir müssen jetzt gucken. Bautechnisch
wollte ich vielleicht noch eine Sammelstelle bauen, um effizienter zu sein, und ein Krankenhaus, noch ein neues. Das heißt, eigentlich bringen die Ingenieure hier gar nichts. Die können wir auch wieder abziehen und irgendwo anders hinschicken. Was ist da denn? Einer alleine noch am Holz? Ist ja auch Quatsch. Okay, Sägewerk erforscht. Bau ein Sägewerk bei gefrorenen Bäumen, um sie zur Holzproduktion zu fällen. Ja. Okay, alles klar. Wir gucken aber als nächstes mal, wie es mit der Forschung aussieht. Die Leute aus dem Haufen, wo die Sammelstelle ist. Ach so. Ja, natürlich. Was habe ich denn hier für einen Quatsch gemacht? Das ist ja kompletter Käse. Das ist ja kompletter Unsinn, was ich hier gemacht habe. Das habe ich gar nicht richtig im Blick gehabt. Ja, okay. Dann setzen wir sie hier erstmal auf Maximum, da auf Maximum. Gewächshaus können wir noch nicht. So, jetzt ist die Frage, was brauchen wir forschungstechnisch? Kohlegenerator, also noch haben wir Kohle, ganz gut. Noch kommen wir ganz gut klar, scheint mir jetzt nicht dringend zu sein. Schnelleres Sammeln. Das könnte interessant sein. Schnelleres Sammeln, denke ich, ist eine gute Sache. Das heißt, am Ende brauchen wir nämlich weniger Leute einzusetzen. Ja, das scheint mir fast das Beste zu sein. Heizung ist natürlich angesichts der Kältewelle ein Thema. Aber ich mache jetzt mal schnelleres Sammeln. Kostet uns auch erstmal 10 Holz. Naja, warte mal, das Sammeln wird ja auch später relevant werden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass dieser Kohlegenerator, der erzeugt ja immer wieder Haufen, die man einsammeln muss. Beim Sägewerk ist das nicht so. Beim Stahlwerk auch nicht. Ich mach das mal trotzdem. Wir haben noch einiges zum Sammeln. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Okay. Wichtig ist, dass ich nachher die Gebäude dann definiere. Sammelstelle ist erschöpft. Oh, jetzt ist hier alles weg. Alles klar. Jetzt müssen wir wirklich gucken. Das heißt, das Ding kann jetzt abgerissen werden, wenn ich das richtig verstehe. Und wir kriegen dadurch 12 Holz und 4 Stahl wieder. Naja, mehr Ärzte will ich auch bauen. Wir brauchen auf jeden Fall... Ach so, mehr Ärzte bedeutet, dass sie auch schneller wieder gesund sind. Das ist natürlich ein Argument, hier jetzt doch mehr Ärzte einzustellen. Da gebe ich euch recht. Gehen wir da mal ein mehr rein. Was? Fehlende Kranke? Menschen in Behandlung gehen erst zur Arbeit, wenn sie geheilt sind. Dies senkt die Effizienz. Zahlreiche krankheitsbedingte Fehlzeiten können die Wirtschaft stark beeinträchtigen. Um diesem Problem vorzubeugen, solltest du eine angemessene Gesundheitsversorgung gewährleisten, indem du genügend Einrichtungen eröffnest, um alle kranken Menschen schnell behandeln zu können. Okay, also das ist... Okay, also die Effizienz zeigt im Prinzip den Krankenstand an. Ich verstehe. Gut, jetzt wollen wir kurz überlegen, wo wir die nächste Sammelstelle errichten. Und hier unten scheint mir das ganz gut auszusehen. Demontage braucht auch Arbeiter, so wie es aussieht. Aber noch können wir ja keine errichten. Weil wir ja eh nicht in der Bauphase sind. Insofern schicke ich jetzt hier erstmal das Maximum hin. Und dann schicke ich noch ein paar zum Stahl, nicht wahr? Die brauchen wir da. Ich mache 5 zum Stahl. Jetzt sind wir schon beim Maximum. Hier nochmal Maximum. Okay, alles klar. So, Essen will ich noch nicht verarbeiten. Mit Alt sieht man das. Ah ja, Alt ist ja gut. Okay, Alt ist ja eine richtige Hilfe. Prima. Danke für den Hinweis. Ah, das bauen die aber jetzt schon tagsüber ab. Das ist ja gut. Prima.
Perfekt. Okay, der Overdrive läuft immer noch. Leichte Frostbeulen. Ein Einwohner ist schwer erkrankt. Hm, schlecht. Nächster, der schwer erkrankt ist. Die Gefahren der Kälte. Frostbeulen. Einer unserer Leute ist schwer erkrankt. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kühle arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Ich verstehe. Naja. Mit den Abbauhütten sind die ein bisschen besser geschützt. Das scheint der große Vorteil zu sein. So, boah, drei Kranke. Also wir müssen jetzt wirklich gut gucken, was wir bauen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich tendenziell immer dann erst kurz vor 18 Uhr entscheide, was gebaut wird. Dann pausiere ich, weil dann wissen wir, welche Ressourcen wir haben. Das scheint mir vernünftig zu sein. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir den Overdrive hier nicht übertreiben. Mit der Nahrung kommen wir noch gut hin. Die Köche brauchen wir noch nicht. Kohle, nur 87% Effizienz. Reicht uns das? Ja, wir sind immer noch leicht im Plus. Ich weiß, dass ich auch tagsüber bauen kann, aber nur, wenn ich Leute hier nicht in den Abbau schicke, und das will ich nicht. Ah, wir können auch wieder Gesetze, alles klar. Hier aufgepasst. Okay, es gibt neue Gesetze bei den Krankengeschichten. Zusatzration für Kranke. Wir können Kranken Zusatzration geben, um ihre Genesung zu unterstützen. Forschung kurz vor 18 Uhr meinte ich gar nicht, sondern bauen kurz vor 18 Uhr. Zusatzration und medizinischen... Wieso nehme ich die Kranken nicht ernst? Ich will gerade eine zweite Krankenstation bauen. Hallo? Ja, ich nehme die sehr ernst. So, also Zusatzration in medizinischen Einrichtungen ausgeben, um die Genesung zu beschleunigen oder Überfüllung. Die Kapazität verdoppelt sich. Hm. Also Zusatzrationen finde ich insofern schwierig, dass wir also jetzt immer noch nicht im Prinzip uns ausreichend selbst ernähren können. Insofern wäre das eigentlich nicht so tolle. Pflegeheim ist insofern gut, weil da die Schwerkranken hinkommen. Und die Amputierten. Das ist auch eine gute Sache. Damit würden wir auch die Krankenstation entlasten. Ja, natürlich schicke ich Leute ins Kalte. Sollen die jetzt hier faulenzen, nur weil es mal kalt ist? Es ist jetzt die nächsten 7 Tage kalt. Wir müssen halt die Ressourcen haben. Allerdings erst, wenn du Amputierte hast. Ja, oder Schwerkranke, ne? Ach nee, weil wir uns für die radikale Behandlung entschieden haben, werden die Schwerkranken in Sanitätsstation behandelt. Das Pflegeheim nutzt uns also wirklich erst bei den Amputierten. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Wie sieht das hier im Moment aus? Wir haben 3 krank, 1 schwer. 5 Behandlung, 0 in Palliativpflege. Okay, also im Moment haben wir gar keine Amputierten, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, Pflegeheime würden uns zumindest im Moment überhaupt nichts nützen. Hm. Also, ich würde sagen, dieses Gesetz ist eher relevant. Und jetzt ist die Frage, Überfüllung oder Zusatzration? Nee, Zusatzration geht nicht. Ja, Unzufriedenheit. Okay, sind sie halt unzufrieden, meine Herren. Wir sind halt auch in einer scheiß Situation. Ich will gar nichts dazu wissen. Habe ich irgendwie gesagt, dass ich was dazu wissen will? Ich will mich entscheiden. Wir machen Überfüllung. Zack. Hear me, hear me. New law in the city.
So, die Frage ist jetzt, werden die jetzt von den drei Ernsten ausreichend behandelt? Das müsste ja jetzt Anschlag. So, ich müsste auch weitermachen. Ah ja. Ah ja. Das ist auf jeden Fall ökonomischer, als einfach mehr Einrichtungen zu bauen. Genau, Best Right. Unsere Kranken werden zusammengefärscht wie in einem Armenhaus. Ja, komm, jammer nicht rum. Ja, warum soll ich mehr Ärzte? Achso, weil sie schneller dann gesund werden. Ja. Das ist natürlich ein Punkt. Wo haben wir unsere Ingenieure? Wo sind sie? Das ist schon sinnvoll, ne? Die zu nehmen. Schneller gesund ist schon gut. Gebe ich zu. Das machen wir mal. Wir sind immer noch nicht bei 50% hier mit dem Overdrive. Schwerkranke sind doch wie Tote, nur ohne Grabstein. So, stopp. Jetzt muss gearbeitet werden. Jetzt müssen wir gut überlegen, was wir haben wollen. Also Krankenstation ist erstmal vom Tisch. So. Für weitere Einwohner haben wir gesorgt. Eine Jagdhütte lasse ich erstmal noch. Was wir jetzt brauchen, ist eine Sammelstelle, definitiv. Und vielleicht schon ein erstes Sägewerk, um da einzusteigen. Bin ich mir nicht so sicher. Ist die Frage, ist das sinnvoll, wenn man die so baut, dass gleich alles drei dran ist? Ja, ne? Ist bestimmt sinnvoll. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar kein Sägewerk im Moment, weil wir jetzt noch gut wegsammeln können. So, ziehen wir den Weg von da runter. So, was meint ihr, Leute? Sollten wir schon mal ein Sägewerk bauen? Nach dem Motto, wir gucken mal kurz insgesamt der Vorrat. Ist das jetzt richtig? Wir haben nur noch zwei Orte hier. Da sind noch neun und zwei. Nee, wo sieht man die Gesamtkapazität? Ja, 29, ne? 110. Ja, insofern, ich glaube, wir bauen das komplett am nächsten Tag weg, ne? Im Moment, ne, 56 am Tag. Aber ich glaube, ich baue es schon. Ich glaube, ich baue das schon. So, wie funktioniert das? Ah, okay. Das wird eine Rohstoffquelle zerstören? Ach so. Das macht die Bäume kaputt. Ich verstehe. Ah, okay. Ja, an den Rand. Ich habe schon gesehen, Leute. Alles gut. Aber der Rand ist groß. Insofern sollten wir es so machen, dass wir möglichst viel abdecken. Hier zum Beispiel. Ja. Da werde ich das setzen. Und wir werden eine Straße... Oh, ich denke, wir bauen mal eine Straße von da darüber. Ja, ich meine, perspektivisch werden wir eh da runter müssen. Die Straße, die werden wir brauchen. Insofern mache ich das mal so. Okay. So. Heino ist vergessen. Forschung wird noch ein Thema sein. Achso, was erforschen wir eigentlich gerade? Ne, wir forschen noch gar nichts, ne? Doch, was erforschen wir gerade? Wir erforschen gerade schnelleres Sammeln. Da kann man nichts bauen. Okay, sollte ich noch was bauen? Was meint ihr in dieser Situation? Ich kann die Karte auch drehen. Ja, ist mir bekannt. Habe ich auch schon gemacht. Warum sollte ich es jetzt tun? Ja, noch eine Jagdhütte? Ja, im Moment haben wir zu wenig, das gebe ich zu. Aber wir müssten die ja natürlich auch mit Leuten besetzen, ne?
Jagdhütte für die kommenden Leute. Sparen wir Forschung. Stimmt, wir müssen ja auch was ausgeben für die Forschung, Holz. Das ist ein guter Punkt, ja. Zwei Jagdhütten sind mit schnellerem Sammeln nötig. Mhm. Na, okay, ist auch ein Punkt. Ist aber die Frage, wenn wir Technologie jetzt weitermachen wollen, vielleicht mit Heizkörpern, müssten wir unsere Kohleproduktion, oder ist halt die Frage, wollen wir jetzt in die nächste Stufe gehen? Da bräuchten wir allerdings 50. Ist das überall so? Ja, 50 Holz, könnten wir eh nicht machen. Heizkörper oder Dampfzentrum? 10. Das würde nochmal 10 kosten. Das würde auch 10 kosten. Das heißt, wir hätten noch 16 zur Verfügung. Was kostet uns eine Jagdhütte? Eine Jagdhütte kostet 20. Ja, dann würde ich sagen, ist Forschung wichtiger, ne? Als jetzt eine Jagdhütte prophylaktisch zu bauen. Die Expedition ist gleich. Ach so, die bringt uns vielleicht auch noch was. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Overdrive vergesse. 3 Stunden, dann ist sie da. Okay, jetzt wird erstmal hier fleißig gebaut. Warum sollte ich die Anzahl der Jäger reduzieren? Nein. Wir haben aber nur eine Effizienz von 80% wegen Krankheit. Wir haben ja zu wenig Nahrung. Kann ich ja nichts reduzieren. Der sagt Bescheid, wenn was ist. Okay, alles klar. Naja, mal gucken. Alles gut. Jetzt ist erstmal entschieden, dass wir nichts weiter bauen, sondern lieber in die Forschung investieren. Da haben wir Kranken weniger, glaube ich. Sehr gut. So, das ist, glaube ich, jetzt gebaut. Ne? Ja, sehr gut. Dann, wo haben wir die Leute? Ziehen wir die mal ab. Im Prinzip kann ich die jetzt erstmal hier alle abziehen. Wir werden die dann später noch woanders einsetzen. Okay. Ich hoffe, die bauen das Ding noch zu Ende. Ja, sieht gut aus. Wo geht ihr jetzt hin? Ach, das sind Jäger, ne? Nee, was machen die denn da jetzt? Aha! Die Speer sind hier angekommen. Vermisste Expedition. Die Rest unserer Leute hat hier ein Lager aufgeschlagen, zu erschöpft, um weiterzugehen. Wir sollten sie zu unserer Stadt exkortieren. Okay, das heißt, warte mal, das ist die nächste. Durchsucht die Gegend. Ist das jetzt quasi die nächste Sache? Ja, wir gucken erstmal hier. Also. Sobald sie einen unerforschten Ort erreichen, warten die Späher auf deine Befehle. Um diese auszustellen, klicke auf das markierte Symbol. Na okay, Späher werden oft deine Entscheidung brauchen, wie sie mit dem umgehen sollen, was sie finden. Hinweis, Späher tragen die Rohstoffe, die sie zurückgewinnen, um sich herum. Um diese Rohstoffe zu nutzen, musst du sie in die Stadt zurückrufen und auf ihre Rückkehr warten. Ach so. Man kann die von dort immer weiter schicken, aber wenn man die Rohstoffe haben will, dann müssen die zurückkommen. Ich verstehe. Alles klar. Ja gut, dann sollen sie jetzt den Platz erforschen. Glückliches Wiedersehen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufgeregte Stimmen begrüßen uns. Dem Allmächtigen sei Dank, ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Entdeckte Orte, Absturzort und robuster Schutzraum. Ja, wir eskortieren die. Späher setzen sich geschwind in Bewegung, um die Überlebenden sicher zu unserer Stadt zu geleiten. Wir kriegen
Oh krass, 22 neue Arbeiter. Oh, wir müssen noch Hütten bauen. Eieiei. 10 Ingenieure und 4 Kinder. Warte mal, das sind 36. 2 Hütten habe ich schon, das heißt, 2 Hütten mehr brauchen wir. Okay. Ja, machen wir. Speer machen sich ganz allein zu unserer Stadt auf. Es wird länger dauern, einige von ihnen könnten sterben. Nö, wir eskortieren die. Ah, cool. Und das sind die neuen Orte. Ah. Cool. Sehr stark. So, das heißt aber... Ja, aber nochmal kurz gucken. Was sagte ich? Was kostet die nächste Forschung? 10. 16. Dann haben wir aber nur Holz für eine weitere Hütte. Das ist ja scheiße. Okay, was ist jetzt wichtiger? Forschung oder eine Hütte bauen? Die sind in 5 Stunden da. In 5 Stunden ist es... Ach, die können auch einen Tag mal ohne Hütte auskommen. Wir bauen das ja am Ende des Tages schnell auf. Nee, komm, die sind doch erst 5... Die sind erst 3.30 Uhr da. Um 5 Uhr ist sowieso aufstehen. Das sind also nur 1,5 Stunden, wo die kein Zelt haben. Die sollen mal nicht so rumjammern. Wir bauen nur eine Hütte. Ein Zelt. Bauen wir auch wieder in zweiter Reihe. Ich habe keine Kinderarbeit ausgewählt. So. Wie sind wir eigentlich mit den Erlassen? Haben wir immer noch Abklingzeit. So, bei so einem Wetter sind wir früher zur Schule gegangen. Genau. Okay, die Hütte wird hoffentlich noch gebaut. Hier sind sie noch am Bauen. 3 Stunden. Alles klar soweit. Wir haben aber 10 Leute, die im Moment keinen Arbeitsplatz haben. Was derzeit jetzt nicht so relevant ist. Essen reicht noch, aber wir kriegen ja neue Arbeiter. Das ist auch gut. 10, 15. Aber wir werden ja, genau, wir werden ja hier Arbeitsplätze, Arbeiter reinchecken ins Sägewerk. Insofern brauchen wir das noch nicht besetzen. Das wird hoffentlich zu Ende gebaut, das wäre ganz gut. Da fehlt ein Stück Straße zur neuen Hütte. Echt? Oh, verdammt. Ernsthaft? Ja, richtig. Guter Hinweis. Ja, das ist am effizientesten, das runterzuziehen. Ne? Temperatur steigt an. Oh, wir sind bei 59%. Ja, ich würde mal sagen, wir schalten jetzt mal den Overdrive ab. Wir werden mal die Neuankömmlinge gleich so an die richtig harten Temperaturen gewöhnen. Wirkungsbereiche. Es gibt 2 Arten von Gebäuden mit Wirkungsbereichen. Einige Gebäude wie das Sägewerk haben einen Wirkungsbereich, in dem Rohstoffe gesammelt werden können. Bei anderen Gebäuden hat der Wirkungsbereich Einfluss auf die Einwohner, Gebetshaus, oder auf Orte, Feldküche. Mhm. Verstehe. Kinderheime, die werden wir noch machen. Das ist... Kaltes Zuhause. Okay, die Unzufriedenheit geht hoch. Das ist vielleicht eines der nächsten Gesetze, die wir verabschieden. Das finde ich nämlich auch vernünftig. Wir haben jetzt so viele Kinder, da brauchen wir jetzt langsam ein Kinderheim. Das sehe ich auch so. Ach so, wisst ihr, was ich bei der... Warte mal, Leute. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Bei diesem ganzen Quatschabwägung? Ich dachte ja, die Forschung geht jetzt noch weiter, aber die Forschung ist ja auch erst am nächsten Arbeitstag. Das heißt, wir hätten die Hütten locker bauen können. Ah, das war von mir ein Denkfehler, Leute. Die Forschung läuft ja auch erst um 8 Uhr weiter und in dieser Zeit wird ja Holz schon wieder rangeholt. Das war Quatsch. Naja, egal. Arbeiter Max, Ingenieure Max. Ja, ich kann immer noch bauen, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob die noch jetzt bauen würden. Ne? Keine Ahnung.
Wir können es probieren. Mal gucken, ob die auch mitten in der Nacht bauen. Ach so, die bauen ja um 6 oder so auch noch, ne? 6 wird bis 8 wird gebaut. Ja, ganz vergessen. Dann könnten die Hütten fertig werden. Ja, ihr habt recht. Wie schnell sinkt das denn jetzt ab hier? 56% sinkt nicht so schnell ab. Okay, aber wir haben nur noch 6 Kranke. Das ist gut. Also ich glaube, der Overdrive, den fand ich jetzt ganz gut. Da wird es wieder wärmer, aber nur eine Stufe. Wer ist Max? Kann ich euch das vorstellen? Ich bin mal gespannt, wie effizient das hier wird. 7 Kranke. Jetzt, aha, jetzt wird es interessant. Hoffnung und Unzufriedenheit sind entscheidend für die soziale Stabilität der Stadt. Es gibt viele Faktoren, die sie beeinflussen können. Die wichtigsten sind Bedürfnisse der Einwohner. Wenn sie nicht erfüllt werden, steigt die Unzufriedenheit. Gebäude. Indem du bestimmte Einrichtungen baust, kannst du die Hoffnung erhöhen und Unzufriedenheit verringern. Gesetze. Jedes Gesetz beeinflusst die Stimmung deiner Gesellschaft, also liest die Beschreibung jedes Gesetzes, bevor du unterschreibst. Fähigkeiten. Es gibt viele Fähigkeiten im Spiel, die Hoffnung und Unzufriedenheit beeinflussen können. Hoffnung und Unzufriedenheit ändert sich auch durch zufällige Ereignisse. Okay, aber es wird nicht genau erklärt, was das dann noch bringt. Keine Ahnung. Bitte erzählt es mir nicht. Ein schwer Kranker denn? Aha, sehr schön. Du kannst die Speergruppe bei der Signalstation auflösen oder sie... Hey, die werden wir natürlich zurückschicken, ist ganz klar. Die Speer, die müssen jetzt immer im Einsatz bleiben. Okay. Prima. Wow. Puma Flora in 2 Wochen, in 4 Wochen. Ja, das weiß ich in 4 Wochen noch. Leute von unserem Konvoi, Wiedersehen. Es ist herzerwärmend, Familien nach so viel Elend wieder vereint zu sehen. Aber sollte es in der Nähe nicht noch andere Siedlungen geben? Die ersten Expeditionen haben London vor langer Zeit verlassen. Sie sollten sich inzwischen etwas aufgebaut haben. Sie werden uns bestimmt helfen, Fuß zu fassen. Wir werden nach den anderen suchen. Okay. Sie sind da. Es fehlen 6 Übernachtungen. Ach, kann das sein, weil die Kranken auch, die zählen da nicht mit rein, weil die ja in der Krankenstation sitzen? Und, oh, Essen. Wir müssen, oh, Essen wird echt ein Thema. An die Esser habe ich jetzt gar nicht gedacht. okay. Wir haben kein Holz für eine Jagdhütte. Ja, die zweite Jagdhütte wäre jetzt, glaube ich, doch ganz gut. Uiuiuiui. Aber wir haben kein Holz dafür. Nach anderen suchen. Unsere Leute haben einen Pfad gefunden, der in die Wildnis führt. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen andere Leute finden und sie um Hilfe bitten, um unser Überleben zu sichern. Ja, Suppe haben wir schon angeschaltet. So. Finde eine andere Siedlung. Warte mal, wir gucken hier mal raus. Ah, okay. Das könnte eine andere Siedlung sein. Absturzort, düstere Höhle. Wir lesen uns das mal durch. Am Hang ist ein dunkler Höhleneingang zu erkennen. Wir glauben, eine schwache Rauchwolke gesehen zu haben, aber jetzt ist sie weg. 15 Stunden. Absturzort, einige zerstörte Vehikel. Keine Anzeichen von Leben. Wahrscheinlich nur unsere Maschinen, zumindest hoffen wir das. Nach dem Absturz mussten wir einige Vorräte in ihnen zurücklassen. Baubeginn der Jagdhütte, sobald genug Holz gesammelt ist. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Ist mir schon klar, dass der gelbe Punkt ein Hinweis ist, wie die Questline weitergeht. Das braucht man mir nicht erklären. Ich will trotzdem mir die anderen mal anschauen. Eine sperrige zylindrische Konstruktion, die auf einem kleinen Hügel steht. Obwohl über ihrem Dach die Union Jack-Flagge angebracht ist, gibt es keine Anzeichen von Bewegung. Gut.
Ja, ich würde sagen, dann schicken wir sie mal dorthin los. So, aber der Plan ist ganz gut. Wir können ja auch tagsüber bauen, wenn wir die entsprechenden Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Ja, das machen wir auch. Wir müssen mal aber langsam überlegen, was machen wir denn mit unseren ganzen Arbeitskräften jetzt hier? Wir haben noch 10 Ingenieure und 22 Arbeiter am Start. Wo können die jetzt eigentlich alle arbeiten? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Das Sägewerk bringt plus 72 mit 10 Leuten. Das ist schon sehr, sehr gut. Wir brauchen mal Holz. Es gibt auch noch weitere Holzkisten. Wie sieht es aus mit der Kohle? Da sind wir immer noch leicht im Plus. Ich würde sagen, das lassen wir auch so. Da müssen wir noch keinen Stress machen. Eisen kriegen wir plus 20 am Tag über die Sammelstelle. Mehr Forscher ist eine gute Idee. Dazu müssten wir eine Werkstatt bauen. Das mache ich dann aber, glaube ich, das mache ich erst 18 Uhr. Ja. Okay. Ne, ich würde sagen, dann schicken wir alle erstmal zu den anderen Positionen, um dann können wir langfristig ein bisschen Vorräte anlegen. Wo sind denn noch die Holz? Ach, das sind diese beiden. Die werden eigentlich jetzt über die Sammelstelle eingesammelt. Lohnt es sich trotzdem extra zu sammeln? Ein zweites Späher-Team ist auch cool. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden, wenn wir das Holz, aber 40 Holz müssen wir erstmal haben. Ah. Pass mal auf, wir machen mal eine Sondersammelaktion. Ach, da sind wir schon. Wir machen hier eine Sondersammelaktion. Wir holen uns mal ein bisschen Kohlevorrat extra rein und ein bisschen Stahlvorrat. Und zwei bleiben zu Hause. Habe ich hier die Straße nicht gebaut? Doch, die wird gebaut. Alles klar. Halt, wisst ihr was? Ich vergessen habe. Wir brauchen Leute in der Küche. Das ist ja das Entscheidendste. Das ist ja das Entscheidende. Na, eine Sammelstelle müssten wir ja bauen. Wir haben Holz nicht, da haben wir was anderes. Aber hier nehmen wir nochmal wieder drei weg. Ne, wir nehmen gleich mal die Arbeiter weg. Wir müssen jetzt dringend für Nahrung erstmal sorgen. Ja, die Sache mit dem zweiten Speer finde ich aber auf jeden Fall gut. So, ab 6 Uhr müssen die Obdachlosen dann ihre Hütte bekommen. Wenn das dann endlich mal fertig gebaut wird. Erstmal sind die Straßen dahin noch nicht gebaut gewesen. Bringen wir diesen Tag hinter uns, vielleicht läuft es morgen besser. Okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wie teuer war nochmal die Jagdhütte? Das war jetzt echt wichtig. 20 Holz. Wenn wir 20 Holz haben, gibt es sofort einen Sondereinsatz zum Bau einer Jagdhütte, damit wir das zum Abend fertig haben. Das ist ganz wichtig, damit die losziehen können. Ein zweiter Speer muss erforscht werden. Ach so. Okay, wir sind übrigens über Maximum mit Kranken. Schlecht. Brauchen vielleicht doch noch eine Krankenstation. Wird sich zeigen. Von Toffel, bleib locker. Wenn wir scheitern, ist ja gut. Lass mich meine Erfahrung machen. Klar, mache ich das hier nicht. Sicher nicht super. Alles gut. Ich finde das Game wunderbar. Sehr, sehr spannend. Großartig. So, jetzt wird hier richtig gearbeitet im Sägewerk. Gut. Oh, das geht ja aber richtig rucki-zucki jetzt. Ja, super. Okay, 20 Holz, Jagdhütte. Die werden wir direkt dahinter, glaube ich, bauen. Ja, wir haben jetzt Nahrungsprobleme. Echt? Einer ist schon am Verhungern? Ja, wir haben doch 51 Essensrationen. Hol dir doch was.
Manche Tipps treiben mich zu sehr, das kann schon sein. Ja. Alles gut. So, wir haben 20. Stopp. Jagdhütte bauen wir hier hinter direkt auf. Ah, ist eine hungrig, warum nicht? Okay. Holz ist uns ausgegangen, wissen wir. Und jetzt brauchen wir ein Team, das daran direkt arbeitet. Das heißt, wir ziehen mal die ab, in der Hoffnung, dass die jetzt da die Jagdhütte fertig bauen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Okay, wir haben schnelleres Sammeln erforscht. Das heißt, wir brauchen dann 10 für die nächste Forschung. Das ist dann das nächste Ding, was wir hier machen. Schnelles Sammeln ist natürlich noch besser. Wir haben schon 10. Okay, neue Forschung. Wir hatten gesagt, dass ich in Richtung Holzkörper gehen wollte. Gibt es irgendwas Neues? Ach hier, mehr Speer. Aber ich würde sagen, Heizkörper nehmen wir mal mit. Gut. Jetzt bin ich gespannt, ob die da wirklich bauen. Ob das so klappt. So, Nahrung ist jetzt ein Thema. Wir können jetzt im Prinzip die Köche erstmal wieder wegschicken. Weil wir keine Rohnahrung mehr haben. Die 130 reichen für einen Tag. Wow, Wahnsinn. Das ist jetzt echt unsere Engstelle. Ich würde dann Leute hier mal noch zum Stahl schicken. So viel wie wir haben. 2 sind über. Hier sind wir schon auf Maximum. Ja gut, dann sollen sie hier eben noch manuell Holz sammeln. Die Krankenärzte durch Gesunde ersetzen, dass die Heildauer sinkt. Ja, das ist natürlich, es ist jetzt sehr micromäßig. Einer ist in Behandlung. Boah. Das ist jetzt sehr viel Micro, aber vermutlich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Micro-Bereich betreiben will. Wenn ich damit einmal anfange, sind wir dann nur am Hin- und Her-Jonglieren. Ich glaube, das mache ich nicht. Ja, ja, mehrere Forschungsgebäude ist mir klar. Das habe ich ja vorgelesen. Das weiß ich ja. Das ist mir bekannt. Aber im Moment gibt es nichts, was wir akut bauen wollen. Die nächsten Baugeschichten entscheiden wir 18 Uhr. Das ist klar. So, jetzt ist wichtig. Wir haben diese hier am Start. Wir müssen jetzt gucken. Warte mal. Wieso? Ach so, die haben angefangen. Ah, ja, 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 ja. Ich hatte die ja schon wieder in den Einsatz gebracht. Die sollten ja bauen. Okay, wartet mal. Dann ziehen wir jetzt. Das müssen Arbeiter werden. Wo haben wir Arbeiter? Die ziehe ich jetzt von der Zusatzkohle ab. Die werden jetzt... Obwohl, es reicht eigentlich, wenn wir die abends zu Jäger machen, ne? Wir müssen bloß daran denken. Ne, komm. Meine ich. Mach ich sofort. Ist egal jetzt. Oder? Ah, verdammt. Das ist halt so ein Mikrokram, ne? Na kommt. Wir denken gemeinsam dran. 17 Uhr will ich die Jäger da einsetzen. Ah, das Problem ist, wir brauchen... Also, es sieht ganz so aus, wir brauchen definitiv eine neue Krankenstation. Die müssen wir bauen. 50 Holz auf Kante lassen für die zweite Forschung. Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Das sollten wir machen, ja. Das stimmt. Wie viel Holz kriegen wir jetzt? 127. Das ist eine Menge. Wir könnten vielleicht... Wisst ihr was? Ich ziehe hier doch wieder ab. Wir werden hier nochmal Holz nochmal manuell maximieren. So. Unzufriedenheit geht runter. Weil Krankenstand weniger war. Wie sieht es hier aus? Geht auf 30%. Okay, alles klar. Gut, bald wird es wieder wärmer. Aber erst am nächsten Tag. Im Moment haben wir alles unter Kontrolle, würde ich sagen. Alles einigermaßen unter Kontrolle. Klar werden die krank durch die Kälte. Das ist mir schon klar. So. 9 mehr. Bringen wir auch nochmal dahin.
Okay. So, jetzt haben wir 17 Uhr. Das Kinderheim, das ist eines der nächsten Gesetze, was wir machen. Aber wir haben noch 11 Stunden Abklingzeit. So, die bringen wir jetzt raus. Die werden jetzt zu Jägern. Und das sollte uns eigentlich dann die Nahrungsautonomie geben, wenn ich das richtig sehe. Das wäre schon gut. Den Overdrive bis zum nächsten Temperaturanstieg anschalten. Könnte man eigentlich machen, ne? Über Nacht. Ja, komm, wir hauen den Overdrive nochmal wieder an. Der ist einfach zu cool. Yeah, komm. Gib uns Wärme, Baby. So, 95 Holz. Schicht ist zu Ende. Hier nur 27. Oh, die Effizienz der Jäger ist nicht so doll. Heizkörper erforscht. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt müssen wir überlegen, was wir bauen und was wir wollen. Gut, dass die Forschung jetzt direkt kommt. Küche ist leer. Da arbeiten auch keine. Jetzt kommt aber das Forschungsthema. Also, mal grundsätzlich gesprochen, ich glaube, mit der Kohlemenge sind wir immer noch... Wir brauchen noch kein Kohlekraftwerk. Hier kommen wir. Wir sind immer noch bei einem Kohlehaufen. Kommt alles gut hin. So, das brauchen wir, glaube ich, nicht erforschen. Allerdings, wenn wir natürlich Heizkörper bauen, verbrauchen wir natürlich mehr Kohle. Mal gucken. Gut. Also Dampfzentrum kommt jetzt nicht in Frage. Kohlegenerator brauchen wir noch nicht. Das Stahlwerk brauchen wir auch noch nicht. Hier gibt es nichts Neues. Wir müssen also in die nächste Stufe gehen. Was ist jetzt wichtig? Generator... Ah, verdammt. Wir können uns nicht angucken, was das genau bringt. Okay, man kann es nur ahnen, ne? Generator Leistung, Generator Reichweite. Mehr Speer. Rohstoffdepotaufwertung, Kohleabbau, Holzkohlemeiler, Aufrüstung für Sägewerk, Mauerbohrer. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben Nahrungsprobleme, ne? Da würde ich tendenziell vielleicht sogar sagen, Treibhaus wäre ganz gut. Offenbar bringt das ja irgendwie Nahrung. Ach, die Stufe gilt für alle Kategorien. Ach so. Ach so. Okay, alles klar. Ich dachte, das gilt für jede Kategorie, dass man es freischalten muss. Na gut, dann ist ja easy. Dann ist die Entscheidung einfach. Dann steigern wir das. Okay, gut. Was wurde jetzt hier mit großen Ausrufezeichen Jäger umverteilen? Ihr meint jetzt wegen Krankheit oder was? Die sind doch schon auf dem Weg zur Jagd. Kann ich die jetzt noch umverteilen? Funktioniert das noch? Ich weiß nicht, ob ich dieses Micro in diesem Spiel machen will. Ist die Frage, ob man es machen muss, um zu bestehen. Ich meine, wir sind in einer nahrungsproblematischen Situation, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse das so laufen. Stopp, 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 stopp. Weil jetzt haben wir, warte mal, die 50 haben wir ausgegeben. Wir können jetzt noch bauen. Zweite Jagdhütte muss noch bestückt werden. Was heißt bestückt? Wir sind auf Maximum. Da muss nichts bestückt werden. Hi, Zwergtub. Sei gegrüßt. So, warte mal. Wir sind jetzt beim Überlegen, was wir gerade jetzt noch bauen wollen. Mit unserem Holz. Was brauchen wir? Zelte. Im Moment nicht. Ja, ich wollte eine Sanitstation bauen. Und die Heizkörper, ja genau, das müssen wir uns auch noch angucken. Aber Sanitstation scheint nötig zu sein. Wir haben 5 unbehandelte Kranke. Bauen wir die da neben, in den warmen Bereich. So, da haben wir noch 20. So, wie läuft das jetzt mit den Heizkörpern? Aha, Heizkörper ist aus. Erhöht die Temperatur des Arbeitsplatzes um eine Stufe.
während Einwohner drinnen sind, verbrauch 1 Kohle je Stunde. Ah, okay, alles klar. Und ihr sagt, die Heizkörper sieht man. Ah, okay, das sind die Gebäude, die Heizkörper besitzen. Hier haben wir erträgliche Temperaturen, da brauchen wir es im Moment nicht, aber in der Werkstatt. Okay, alles klar. Ja, sehr cool. Dann schalten wir es hier schon mal an, wird aber, glaube ich, erst relevant werden, wenn die da arbeiten. Gute Sache. 20 Holz. Gibt es noch irgendwas, was wir bauen müssen? Wir könnten überlegen, ob wir eine Sammelstelle irgendwo bauen, nochmal, um effizienter zu sammeln. Wie viel Kohle haben wir hier noch? 332. Das lohnt sich vielleicht direkt noch. Ach so, im Sägewerk kann man auch heizen? Das habe ich nicht gesehen. Und in den Sammelstellen auch. Das kann man auch da anschalten. Dann machen wir das auch. Kohle sieht ja ganz gut aus. Dann würde ich sagen, packen wir uns noch eine Sammelstelle dahin. Die können wir dann wieder abbauen. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so optimal mit dem Weg gemacht. Ah, wir haben kein Holz mehr. Scheiße! Ich hab nicht an die Straßen gedacht. Ja. Das ist toll. Da müssen wir morgen mit dem ersten Holz dann noch ein bisschen was für den Bau übrig lassen. Ah, ärgerlich. Na gut. Interessant, ja. Das habe ich tatsächlich vergessen. Das muss man ja mit einberechnen bei der Holzplanung. Na gut, es ist wie es ist. Zelt abreißen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Okay, was ist jetzt gerade los? Irgendwie 1855. Baugeschichten beginnen, ne? Genau, die Krankenstation wird gebaut. Das ist das Entscheidende. Da brauchen wir natürlich auch neue Mitarbeiter, ist auch klar. Die Jäger sind unterwegs. So weit, so gut. Ja, die sind in 6... Okay, alles soweit ready. Naja, Kohleverbrauch kostet mehr durch die Heizung, ist mir klar. Das werden wir mal prüfen. Ja, schaut mal, wir sind minimal unter dem Verbrauch. Das ist aber okay. Die Sammelstellen kriegen vielleicht auch mehr raus. Mal gucken. Heizgebirge. Derek, die Heizkörper, die arbeiten nur, wenn dort gearbeitet wird. Dann sind die angeschaltet, glaube ich. Das Plus bei der zweiten Jagdhütte, da wird uns gesagt, dass hier Kranke fehlen. Dass man da vielleicht micromanagen könnte, was wir nicht machen wollen. So, das Ding ist gebaut. Das heißt, hier werden wir, ich glaube, die werde ich komplett abziehen und die da reinsetzen. Ach so, aber wir haben ja jetzt, wir haben auch keine Straße. Das machen wir erst, wenn die Straße da ist. Alles klar. Ja, sonst soweit alles in Ordnung. Effizienz steigt hier auch, aber die sind schon unterwegs, nützt uns vermutlich nichts. Krankenstation braucht noch Leute, fällt mir gerade auf. Da müssen wir noch welche abziehen. So haben wir die Ingenieure. Hier sind 2. Da können wir noch 2 wegnehmen. Ah, 2 wollte ich wegnehmen. Das maximieren wir dann. Und den Krankenstand. Ja, perfekt. Okay. Ich glaube, die Heizkörper müssen nicht angeschlossen werden. Nee. Okay, die Speer sind angekommen. Am robusten Schutzraum.
Der Schutzraum besitzt genügend Vorräte und hält selbst dem schlimmsten Wetter stand. Er schützt durch ein fortschrittliches Dampferhitzungssystem vor der Kälte. Suche könnte Folgendes liefern: Holz, Dampfkerne, Essensration. Okay. Erforschen. Der Pfad zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren runden Tür befindet sich eine Nachricht. An alle Wissenschaftler: Wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen zeigt. London, 1934 Meilen, nach Hause 27 Meilen. Oh, entdeckte Orte Stahlbrücke. Cool. Nehmt die Rohstoffe. 209 Holz. Und 101 Nahrung. Und ein Dampfkern. Da weiß ich noch nicht, was ich mit dem anfangen soll. Aber vielleicht für den Generator. Ja, krass. Tagebuch lesen. Achso, das war das, was wir eben gelesen haben. Ja, alles klar, verstehe es. Ja, was machen wir mit ihnen? Zur Stahlbrücke gehen? Oder zurückgehen? Wir haben ja ein bisschen Nahrungsmangel. Insofern würde ich dazu tendieren, jetzt einfach zurückzukehren. Dann ist das Nahrungsproblem nämlich erstmal für eine gewisse Zeit gelöst. Ja. Ich denke, wir bringen sie zurück. Uvogon, wenn man etwas schreibt, möchte kein Backseat Gaming betreiben und dann trotzdem Backseat Gaming betreibt, ist das scheiße. Lass mich doch einfach die Entscheidung selber treffen. Und wenn ich in den Untergang mit den Entscheidungen gehe, dann ist es doch der Spaß. Also Leute, ich sage es nochmal. Bitte behaltet eure eingeübten Strategien für euch. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache einen zweiten Spätrupp. Wir arbeiten an der zweiten Ebene. Ich entscheide, was wir dort forschen. Ich möchte dich nicht beleidigen, aber du bist ein Arschloch. So nach dem Motto. War jetzt nicht zu dir gesagt, sondern es war so das klassische rhetorische Muster dahinter. So, 76 Nahrung, aber die kommen 10 Stunden zurück. Das müsste klappen. Dann haben wir noch auch noch die Jäger, die zurückkehren. So. Wir sind ja auch ganz am Anfang. Wir werden schon die Möglichkeiten hier so gut es geht ausreizen. Okay. Freizeit. Ja, also alles klar soweit. Kohle sieht gut aus. Holz. Da hatte ich gesagt, wenn das erste Holz da ist, dann brauchen wir wieder einen Bautrupp, der hier die Wege baut. Wobei ich nicht... Was war das? Was ist immer dieses Geräusch? Ach so. Wir können wieder ein Gesetz machen. Ah. Haha. So, was haben wir denn hier? Triage. Neue Fähigkeiten. Verwende in medizinischen Einrichtungen Triage, um sofort die Hälfte der Patienten zu heilen. Ein Viertel der Patienten stirbt sofort. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Pflegeheim ist jetzt auch noch nicht so entscheidend. Ich tendiere jetzt zu den Kinderheimen. Nach Anfang, okay, neues Gebäude, Kinderheim. Die Hoffnung steigt an. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Ja. Finde ich gut. Listen, everyone. New law is signed. Okay.
Und was sollen sie den ganzen Tag machen? Dem Schnee beim Fallen zusehen, sagt Stephen Copley. Die Kinder können sich nützlich machen, während sie im Heim sind. Baue ein Kinderheim. Ach, das ist sogar eine Quest dann geworden. Wir brauchen eine dritte Krankenstation. Boah. Oh, Overdrive ist ganz schön hoch hier mit 75%. Das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Aber wir sind auch gleich... Warte mal. Um 6 müsste die Temperatur sinken, ne? Ist das nicht so? Ne, um 8. Um 8. Ja, dann lassen wir den Overdrive bis um 8 noch an. Alles gut. So, wir haben immer noch kein Holz. Können wir ein bisschen schneller machen? Nee. Ja, ist erst um 7. Ist das eine Warnung hier oder was? Warum die vielen kranken Leute? Ja, es ist denen zu kalt. Wir haben doch hier schon Overdrive an. 81%. Get to work. Move, people. 30 Grad. Okay, alles klar. Overdrive geht aus. So. Okay, jetzt geht's los, Leute. Wir brauchen jetzt Köche. 31 Essen. Ja, aber die kommt ja gleich die Expedition. Alles gut. Wir brauchen Köche, das heißt, wir müssen irgendwo Arbeiter abziehen. Und die ziehe ich jetzt hier ab. Maximieren wir das erstmal, bis wir das verarbeitet haben. Dann warten wir jetzt auf Holz. Bis wir das Holz für die Wege haben. Damit das da in Gang gebracht werden kann. Sind das die Jäger? Ja, wahrscheinlich sind es die Jäger, die gerade zurückkommen. Okay, 78 Essen-Rationen. So, wir haben, glaube ich, genug Holz, um die Straße jetzt endlich zu bauen. 7 Holz. Wird das gemacht? Braucht man da jetzt freie Arbeiter? Oder macht das irgendjemand automatisch? Nee, es sieht so aus, als ob man freie Arbeiter braucht. Dann stellen wir die beiden hier noch frei. Oder die 5 hier von mir aus. Die Ingenieure, die können mal da die Straße bauen, bitte. Nein, ich mach das nicht mit den Jägern. Das finde ich ein zu blödes Micro. Die Jäger dann im Abends hier, weiß ich nicht. Müssen wir das machen? Ja, finde ich irgendwie nervig. Ah, warte mal. Hoffnung. Temporäre Modifikation. Ein Wünschenswertes. Achso, das ist temporär. Unzufriedenheit. Ja, ist nur warum es gibt. Die Jäger müssen auch mal schlafen. Genau, wir betrachten das mal als Roleplay. So, Leute, wir wollen jetzt die Straße sehen. Da wird sie gebaut, so wie es aussieht, ne? Irgendwie sieht es zumindest so aus. Müssen wir echt eine dritte Krankenstation haben? Finde ich ja total verrückt. Naja, wir brauchen wahrscheinlich... Wir werden heute Abend eine dritte Krankenstation bauen. Habe ich hier die Straße doof gebaut? Ne, das müsste passen. Die ist immer noch nicht zu Ende gebaut. Okay, die Speer sind da mit der Nahrung. Hervorragend. Und mit viel Holz. Sehr schön. Und das heißt, wir können die Speer dann auch direkt wieder losschicken. So, und ich würde sagen, die Sache mit der Brücke interessiert uns natürlich. Der Absturzort ist 20 Stunden. Die Brücke ist... Ein Tag und 8 Stunden. Ja, das bringt die Story weiter. Andererseits ist das halt näher, ne? Wir machen erstmal die Absturzstelle. Finde ich jetzt irgendwie mal eine kleine Pause. Gehen wir mal da weiter. Ups. Äh,
Unser Lager ist, oh Gott, unser Lager geht voll, was Holz betrifft. Habe ich den Eindruck. Okay, das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung. 99 am Tag. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt Holz weiter abbauen, ist das ineffizient. Wir müssen ein bisschen umdisponieren. Ist die Straße gebaut? Immer noch nicht gebaut. Baustellen anstoßen? Ja, das stimmt. Das könnte man machen, um das Holz... Ja, um das Holz auszugeben. Das ist ein guter Punkt. Da würde ich sagen, werden wir noch eine Sanitärstation bauen, oder? Offenbar brauchen wir es. Hätte ich nicht erwartet. Aber wir benötigen es. So, der Weg ist damit nicht ganz so optimal gebaut. Die Sammelstelle kann ich noch nicht besetzen, weil der Weg noch nicht gebaut ist. Darauf warte ich doch, Leute. Reicht noch nicht. Aber die Forschung geht vielleicht zu Ende. Da können wir dann auch wieder Holz produzieren. Kinderheim. Stimmt. Kinderheim können wir schon mal starten. Richtig. Das können wir schon mal in Auftrag. Ja, es ist auch eine Wärme. Aber da kann man vielleicht dann mit der Heizung operieren. Bin mir nicht sicher. Okay, das können wir jetzt nicht mehr in den inneren Zirkel bringen. Kinderheim würde ich zumindest in den zweiten Ring bringen. Neue Hütten, wenn neue Bewohner kommen, ja, kann man auch prophylaktisch noch zwei bauen, aber das ist jetzt nicht dringend. Okay, machen wir das mal hier hin. Und ziehen eine Straße von da weg. So, dann haben wir auch Holz ausgegeben. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich, das heißt, wir können weiter Holz abbauen. Sehr gut, ja. Das war sinnvoll, das so zu machen. Die haben keine Rohnahrung mehr. Die können wir rausnehmen, die können wir irgendwo anders hinschicken. 10 Leute, wo schicken wir die jetzt hin? Die Straße ist immer noch nicht fertig. Holz ist Quatsch. Dann schicken wir sie zum Stahl. Ja, und ich denke, wir werden ordentlich bauen. Wir werden vermutlich auch eine zweite Werkstatt bauen. Heute Abend, 18 Uhr, wird es entschieden. Ein Depot könnte man vielleicht auch bauen. Ist jetzt mal endlich hier diese letzte Straße fertig. Ach so, ah, ich habe wieder vergessen, die Bauarbeiter. Ja, das war dämlich von mir. Ah, das vergesse ich immer, dass sie ja bauen müssen. Doof. Richtig doof. Unnötig. So, jetzt. Die raus, die rein. Okay. Jetzt brauchen wir keine Bauarbeiter mehr. Aber ist ja auch nicht schlecht. Die können ja bauen. Dann ist die Krankenstation eher fertig. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Da brauchen wir dann auch Ingenieure. 16 Uhr können wir uns gleich entscheiden, was wir da weiterbauen. Okay. Wahnsinn, wie viele Kranke hier unterwegs sind. Krass. Wir können aber auch hier noch die Heizung anstellen, nicht wahr? Müssen wir überhaupt nochmal prüfen. Gibt es hier irgendwo noch Heizung, die wir nicht anhaben? Da ist es nicht nötig. Okay. Na, ich baue nur Sammelhütten, wo wir jetzt auch wirklich sammeln. Und im Moment sammeln wir oben nicht. So, wir haben die Reißbretter erforscht. Okay. Insofern, wir sind jetzt auch so weit, dass wir sowieso entscheiden müssen, was wir jetzt machen mit dem Holz. Aber das nächste ist natürlich die Forschung. So, wir sind in der Stufe 2. Generatorleistung. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um eine Stufe. Das ist natürlich sehr stark. Der Kohleverbrauch ist unter dieser Einstellung doppelt so hoch. Generatorreichweite. Ermöglicht die Erhöhung der Reichweite des Generators und die Ausdehnung der Wärmezone. Warte mal kurz. Das habe ich jetzt mal schon eine Verständnisfrage.
Also, wenn ich jetzt hier das erhöhe, ist es dann so, dass ich hier im ersten Ring habe ich ja jetzt quasi plus 1 und hier ist 0. Habe ich dann hier plus 2 und da plus 1? Oder wie habe ich das zu erstehen, wenn ich die Dampfstufe erhöhe? Oder ist es dann hier, dass ich plus 2 habe und da weiterhin 0 habe? Plus 2, 0. Ah, okay. Okay, verstehe. Verstehe. Ja, und das heißt, wenn ich die Reichweite erhöhen würde, dann hätte ich entweder im Status Quo plus 1, plus 1. Oder wenn ich beides hätte, plus 2, plus 2. Okay, verstehe. Gut, insofern würde ich sagen, im Moment ist, glaube ich, erstmal die Reichweite wichtiger als die Leistung, wenn wir das machen wollen. So, mehr Speer, hat mir schon gesagt, ist auch interessant, weil die Speer, haben wir jetzt gesehen, sind ja super krass, was die an Zeug bringen. Das ist ja echt, das sind 5 Leute, die jetzt eben 100 Nahrung gebracht haben. Das finde ich ja mega stark, muss ich mal so sagen. 200 Holz, 100 Nahrung. Das kriegen sonst 5 Leute nicht hin. Also das ist schon erste Sahne. So, Rohstoffe. Rohstoffdepotaufwertung. Mehr Rohstoffe lagern. Ja, ist, glaube ich, kein Must-Have. Rohstoffe ausgeben ist kein Thema. Wir gucken aber erstmal. Kohleabbau. Fördert bis zu 240 Kohle pro Standardarbeitstag. Okay, das ist einfach der... Ne, Kohlemine und Kohlegenerator sind das dasselbe. Ach so, wartet mal. Kohlegenerator schafft nur diese Kohlehaufen, aber mit dem Kohleabbau fördert man einfach Kohle. Ah, okay, alles klar. Holzkohlemeile. Der Kohleabbau braucht auch einen Kern. Ach so. Ah, okay, verstehe. Das sind Spezialsachen. Aber wir haben ja jetzt einen Kern bekommen. Gut, aber Kohle ist noch nicht das Thema. Holzkohlemeile. Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standardarbeitstag. Das wollen wir tendenziell nicht machen, weil Holz scheint mir ein endliches Ding zu sein. Aufrüstung für Sägewerk. Ermöglicht uns Arbeitsplätze zu optimieren und die Effizienz der Sägewerke und Dampfsägewerke um 25% zu steigern. Okay, jetzt auch nochmal eine technische Frage. Was meint hier Effizienz? Heißt das, dass wir aus derselben Menge an vorhandenen Stämmen mehr Holz rausbekommen? Das wäre natürlich auch super stark. Ist das Effizienz oder verarbeiten wir einfach nur die Stämme schneller? Einfach nur schneller. Okay, das ist dann nicht so toll. Überzeugt mich noch nicht so. Mauerbohrer. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei. Ah, okay. Also Holz ist doch nicht endlich. Ah, okay. Braucht aber auch einen Dampfkern. Insofern... glaube ich auch noch nicht prioritär. So, Nahrung, Gesundheit, Treibhaus. Hier können robuste Pflanzen angebaut werden, die bis zu 30 Rohnahrung pro Tag erzeugen. Das ist stark, braucht aber auch einen Dampfkern. Ja, Ausrüstung für Sanitätsstationen. Dank verbesserter Werkzeuge und Arbeitszeiten heilen die Arbeiter 10% schneller. Wow, 10% ist jetzt nicht so doll. Baracke. Oh. Das ist auch wichtig, glaube ich. Eine Unterkunft, die recht wetterfest ist. Das heißt, da sind nicht mehr die Zelte. Das ist ja super wichtig. Okay, wow. Also, ich würde tatsächlich sagen, mein Gefühl sagt mir, erstens Baracke, zweitens Speer, drittens Generator. Das ist meine Priorität.
So machen wir das. Egal, was ihr sagt, das ist jetzt meine Entscheidung. So. Okay, alles klar. Das ist das. Wie lange forschen wir daran? Was war das jetzt nochmal? 8 Stunden. Ich finde eigentlich, die Forschung geht relativ zügig. Im Moment muss ich da nicht unbedingt noch ein zweites Ding bauen. So. Jetzt ist die Frage, was bauen wir jetzt? Beziehungsweise, warte mal, wenn wir die Baracken haben, dann können wir doch... Wir sollten vielleicht das Holz aufsparen für die Baracken. Die Baracken kosten ja 20 Holz. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Holz, um das umzubauen. Hm, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Holz verbauen. Ja, okay. Stahl ist ja kein Problem. Ja, ja, Stahl haben wir. Ja, gut, nee, Stahl haben wir nicht. Brauchen wir auch. Stahl brauchen wir mehr. Wir müssen ein bisschen mehr auf Stahl gehen. Okay, so. Gut, Kinderheim ist am Bauen. Sanitätsstation haben wir, müssen wir nur besetzen. Zweite Jagdsorte muss reichen. Ja, das Einzige, was wir tatsächlich bauen könnten noch, ist die zweite Werkstatt, wenn wir sie dann haben wollen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie besetzen werde, aber ich glaube, ich baue sie. Ich glaube, ich baue... Hä? Kann man die so schräg stellen? Was ist das denn für Quatsch? Ist das so? Ist das so gedacht? Ja. Dann setzen wir das so rein. Ich kann sie drehen. Wie kann ich sie drehen? Mit X? Mit X, wenn ich X drücke, passiert nichts. Mausrad. X und Mausrad? Passiert auch nichts. Mittlere Maustaste? Passiert auch nichts. Ah, jetzt. Hä? Ist ja merkwürdig. Keine Ahnung, was ich da falsch oder richtig gemacht habe. So. Okay, wartet. Das Problem ist, wo platzieren wir die jetzt? Ja, wir können die direkt daneben platzieren. Der Weg geht ja da weiter runter. Da ist sie auch schon angeschlossen. Okay, das bauen wir noch. Das ist das Einzige, was wir im Moment bauen werden. Jo. Die Jäger gehen los. Das ist ausgeschaltet. Alles gut. Wie spät haben wir es? 23:39. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Irgendwas übersehen. Neue Besetzung machen wir dann, wenn es früh los ist. Okay, alles klar. Kann weitergehen. Finish your labors, people. The work day is up. Krankenhaus besetzen. Oh ja, stimmt. Krankenhaus besetzen ist wichtig. Absolut richtig. Das ist das, was wir noch machen müssen. Haben wir Gott sei Dank. Wow, 24 Kranke. Das ist schon crazy. Gut. Oh, Ereignis. Kalte Unterkünfte. Heizproblem. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie bitten Sie, das Problem anzugehen. Wir lösen das Problem ja eigentlich durch die Baracken, die wir gerade erforschen. Morgen Abend habt ihr alle neue, schöne Unterkünfte. Aber warte mal, können wir auch Zelte beheizen? Nächste spielmechanische Frage. Wenn wir die Baracken bauen, gilt das dann quasi formal als beheizt, weil ja die Temperaturstufe steigt? Oder zählt das Spiel das nicht als beheizt, weil wir es formal nicht beheizen?
Okay, ihr sagt ja. Damit ist die Temperatur gemeint. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, versprechen wir ihnen mal, dass wir das hinkriegen, oder? Cicero sagt direkt nein. Alle sagen ja. Hauptsache, es wird wärmer. Naja, ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass das mit den Baracken irgendwie eine tolle Sache wird. Und dann machen wir das mal. Beginne innerhalb von 24 Stunden mit dem Beheizen von... Oh, warte mal, 24 Stunden ist aber... Oh, warte mal, das... 24 Stunden. Das heißt... Ja, das könnte hinkommen. Ja. Ja, komm, wir kriegen das. Wir kriegen das hin. Erträglich. Ach so, in den 7 müssen wir erträglich haben. Ich verstehe, im äußeren Ring. Das heißt, da werden wir den ersten Barackenbau konzentrieren, wenn wir das haben. Da fehlt uns ein bisschen Stahl, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Alles gut. Genau, die Zelte im zweiten Ring müssen erträglich sein. Ja, hab's schon verstanden. Schon Klärchen. Sehr schön. Leute, es macht Spaß. Es ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Kinderbetreuung gesichert. Das Kinderheim steht bereit und die Kinder befinden sich dort in einer sicheren Umgebung. Die Einwohner können nun ruhigen Gewissens arbeiten. Wie ist denn das mit dem Kinderheim? Müssen da jetzt auch Leute arbeiten? Gucken wir uns an. Keine Kinder im Heim. Das kommt bestimmt gleich. Beziehungsweise sind wahrscheinlich nur tagsüber da. Sonst sind die ja bei den Eltern, nicht wahr? 15 Kinder passen da rein. Wir haben insgesamt 19. Ja, die 4 müssen klarkommen. Klassengesellschaft. Naja, nachts sind die im Zelt, schon klar. Verstanden. Sag mal, 2 Dampfkerne. Ist das richtig, dass hier ein Dampfkern drin ist? Oder hatten wir von Anfang an schon einen Dampfkern? Wir haben. Ach so, das heißt, wir können 2 coole Sachen machen. Ist immer lustig, bei oder Fragen ja oder nein zu sagen. Ich habe 2 gesammelt. Nee, ich habe von Anfang an, glaube ich, eine gehabt und eine habe ich gesammelt. So war das, glaube ich. Naja, sind Bauressourcen schon klar. Ja, es war ein bisschen unlogisch, die Frage. Gebe ich zu. So. Okay. Ja, das wird spannend mit der Forschung. 8 Stunden, ja, was kriegen wir hin mit dem Bauen? Ich glaube, es kriegen wir hin. Gut. Also, bevor es morgen an die Arbeit geht, müssen wir den Arbeitseinsatz planen. Noch nicht. Oh, neues Gesetz. Stimmt. Guter Hinweis. So, wir haben die Kinderheime. Was gibt's denn hier? Oh, das ist interessant. Sanitätslehrlinge und Ingenieurslehrlinge. Bildung ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. Bringen wir unseren Kindern die Heilkunst bei, damit sie sich um die Kranken kümmern können. Nach Einführung dieses Gesetzes, bla bla bla. Kinder aus Kinderheimen helfen in medizinischen Einrichtungen und steigern die Effizienz. Das ist ja cool. Ingenieurslehrlinge. Kinder aus Kinderheimen helfen in Werkstätten und beschleunigen die Forschung. Ah, ich tendiere ein bisschen zu den Sanitätslehrlingen. Das ist irgendwie ein größeres Problem im Moment bei uns. Ich habe das Gefühl, Forschung geht irgendwie solide voran. Wir machen Sanitätslehrling. New law. A new law has passed. Sehr, sehr gut. Ob das sofort gilt oder ob sie erst ausgebildet werden müssen. Naja, wir werden es sehen. Cool.
Tja, das ist auf jeden Fall besser, als wenn sie den ganzen Tag rumlungern. Den Kranken zu helfen, wird den Charakter der Kinder formen. So sieht's aus. Kinderheim klingt wie Kinderarbeit mit extra Schichten oder Schritten. Schade, dass man den Kindern nicht die Wahl lassen kann, ja. So, Zufriedenheit, Hoffnung sieht auch ganz gut aus hier, würde ich sagen. Wir sind jetzt gleich bei der Frühschicht, ne? Also ich glaube, wir müssen ein paar Köche arbeiten lassen. Bald kommen die Jäger zurück. Ja, wir machen mal komplett voll. So, und jetzt muss ich kurz mal gucken, wie die Verteilung hier am besten ist. So. Da sind 10, da sind 10, da sind 10. Das ist alles okay. Die Werkstatt ist gebaut. Da sind nur noch 2 und 5 Arbeiter hätten wir noch. Ich brauche viele Bauarbeiter. Ja, ja. Aber dann erst, wenn wir die Forschung haben. Bis dahin brauchen wir sie noch nicht. Aber bis dahin brauchen wir noch mehr Stahl eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf. Was ist hier eigentlich los? Achso, Quatsch, hier. Wir schicken hier nochmal ein paar Leute auf Stahl-Sonderschicht. Ja. Da kommt die Sonne. Da sinkt es wieder um eine Stufe, aber bis dahin sind noch einige Tage vor uns. Okay, die Arbeit beginnt. Die Speer sind an der Absturzstelle angekommen. Sehr gut. Holz und Rohnahrung, möglicherweise. Das ist der Ort, an dem sich unsere Expedition aufgespalten hat, als unsere Vehikel während eines Schneesturms den Geist aufgegeben haben. Einige unserer wertvollen Vorräte sollten hier sein. Ja, bitte. Schicksal der Vergessenen. Es befinden sich viele wertvolle Vorräte in den Wracks unserer Expedition. Beim Durchsuchen der Kisten, die hinter den Wracks im Schnee verstreut lagen, fanden wir die Leichen. Auf der Suche nach jedem Quäntchen Wärme waren die Körper zu einem einzigen Klumpen zusammengefroren. Wir konnten sie nicht einmal anständig bestatten. 145,76. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, es ist jetzt nicht so ganz so dringend, dass wir sie nach Hause schicken. Wobei der Weg von dort nach dort, müssen wir mal kurz mal gucken. Bis zur düsteren Höhle sind es, wie viel? 1 Tag und 1 Stunde. Bis zur Stahlbrücke 21 Stunden. 10 Stunden bis da. Nee, ich tendiere dazu, sie jetzt direkt zur Stahlbrücke zu bringen, weil die Ressourcen brauchen wir im Moment nicht so dringend. Okay. So, das Entscheidende ist jetzt hier... Ah, warte mal, wisst ihr was? Mir fällt gerade ein, wir könnten das Technologiethema jetzt mal für eine kurze Zeit doch noch richtig nach vorne bringen, indem wir da Ingenieure einstecken. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Das ist doch besser. Pass auf, wir ziehen die beiden hier ab. Wir ziehen hier... 3 Arbeiter ab. Wir ziehen hier die Ingenieure ab und maximieren sie hier die Arbeiter und bringen da noch die Ingenieure rein, dann geht unsere Forschung schneller. Ja. Das heißt, wir sollten doppelt so schnell, naja, nee, 130% statt 100%, so war es. Also doppelt so schnell nicht. Aber es könnte der entscheidende Punkt sein, um diese Barackennummer durchzuziehen. Darum geht es ja am Ende jetzt hier. Wie sieht es eigentlich aus mit den Heizkörpern? Hier ist es irgendwie super heiß. Das muss ja auch nicht sein. Wir wollen es hier nicht übertreiben. Kohleverbrauch. Oh ja. Kohlegewinn ist ja super. Fast zu viel, die da arbeiten. Genau, nicht zu viel kommt vor.
Das sehe ich auch so. Okay. 41%. Wir sind bei 10 Uhr. Das ist gut. Das sieht doch gut aus. Nee, wir machen das hier am Limit. Puffer gibt's hier nicht. Zumindest in dem Punkt nicht. Ranger, sei gegrüßt. Schön, dass du reinschaust. Okay, spannend, spannend. Ich bin mal echt gespannt mit den Baracken. Wir werden dann gleich ein Bauteam auch losschicken, die dann sofort die Dinger aufbauen. Holz haben wir ja genug. Da können wir dann Leute vom Holz erstmal abziehen. Oder von hier, von der Sammelstelle. 64%, 12 Uhr. Ah, das müsste doch klappen, oder? Das müsste doch klappen. Ja, es wird knapp mit der Quest, ich gebe es zu. Ansonsten könnten wir doch... Ja. Haben wir noch eine Alternative? Es wird sehr knapp, Leute. Es wird richtig knapp. Ich glaube... Stahltrümmer. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist wieder dasselbe Ding, dass ich nicht bedacht habe, dass die Forschung hier erst um 8 Uhr losgeht. 13 Uhr. Also... Ich soll gucken, ob ich die Kinder... Ne, das haben wir noch nicht... Das haben wir noch nicht erforscht, ne? Mit den Kindern? Ach nee, doch. Müssen wir da bei den Kindern irgendwas machen? Kinder helfen in der medizinischen Einrichtung, alles gut. Ja, klar, bauen, sobald die Forschung fertig ist. Das ist der Plan. Und zwar alle Mann, die arbeiten können. 85%, 86%. Oh mein Gott, hätte ich doch nur einige gemacht. Ich schätze, wir sind um 15 Uhr fertig. Ich glaube, um 18 Uhr muss das Ding gebaut werden. Ja, jetzt gibt es hier noch einen Kram. Eine Danksagung. Wir wollten Ihnen nur danken. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die sie hier streiten, ist ein Lichtblick für uns alle. Ja, das war die richtige Entscheidung. Es war es auch. Die Hoffnung steigt. So, Baracken erforscht. Angehalten, 14.26 Uhr. Ab geht's. So, warte mal. Jetzt kann man das einfach überschreiben. 12 Holz, 10 Stahl. Das haben wir alles. 4, 5, 6, 7. So, und jetzt kommt das... Jetzt müssen hier alle in den Arbeitsdienst, in den Bauarbeiterdienst... die können auch erstmal wieder raus. Ich setze jetzt hier auf das Maximum, Leute. Ich setze jetzt hier auf alles. Alle, die nicht dringend nötig sind, die müssen jetzt hier ran. Selbst die Köche müssen jetzt hier ran. Auch die Jäger, die können jetzt auch ran. 72 Bauarbeiter. Das Maximum. So, aber neue Forschung muss natürlich sein. Ich hatte gesagt, als nächstes mehr Speer. Ne? Was kostet uns? 20 Holz. Daran soll es nicht scheitern. So, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's richtig spannend. Kriegen wir das hin? So, jetzt kommt. Baut, was das Zeug hält. Jetzt müssen die erstmal von sonst wo nach Hause gehen. Scheiße. Seid doch nicht so lahmarschig. Es geht hier um eure Baracken. Ja, jetzt kommt. Sie sind am Bauen, Leute. 2 Stunden. 10 Stunden. 2 Stunden. Wartet auf Arbeiter. Oh, Leute, das wird so knapp. Zehn Stunden, Alter. Jetzt erzählt mir doch keinen Quatsch. Das muss doch schneller gehen. 1 Stunde.
So, die Ärzte müssen auch noch mitarbeiten hier. Sie haben 17.03 Uhr. 1 Stunde 45 Minuten Restzeit. Mach doch mal hinne. Eine Stunde 20 Minuten. Die erste Baracke ist fertig. Weniger als eine Stunde. Die zweite Baracke ist fertig. Weniger als eine Stunde. Oh Gott! 54 Minuten. 52. So, jetzt alle anderen bauen noch mit. Alter, jetzt haut nicht ab. Ihr sollt bauen. Ich fasse es nicht. 32 Minuten. Dritte Baracke ist fertig. Vierte Baracke ist fertig. Bitte. Nein. Nein. Wir schaffen es nicht. Overdrive. Bringt Overdrive was? Bringt Overdrive was? Nee, es bringt ja nur in der ersten Zone was und nicht in der zweiten, ne? Wir schaffen es nicht. Ganz scheiße knapp. Scheiße, ich hab's sogar weggeklickt. Ich hab's weggeklickt, Leute. Ich hab den Scheiß weggeklickt. Nee, Baracken haben nicht mehr Kapazität. Naja. Naja. Ein Versprechen gebrochen. Okay, ist kein Weltuntergang. Ist nur ein bisschen ärgerlich. Schade. Es war eine gute Idee. Hat nicht ganz geklappt. Mal sehen, um wie viele Stunden. Ja, es ist halt so, dass nicht dann irgendwie 30 Leute arbeiten, sondern, naja, sind halt immer nur eine bestimmte Zahl von Leuten, die da dran arbeiten. Jede Menge neue Kranke? Nein, wir haben sogar deutlich weniger Kranke, nur 14. Das ist überhaupt kein Problem. Krankenstand hat sich komplett reduziert. Alles gut. ja, ich habe eine Sanitätsstation auch pausiert. So, die Baracken haben wir. Okay. Wir sind... Oh, warte mal, wir müssen jetzt überhaupt überlegen. Wollen wir noch mehr bauen? Nein, das waren keine neuen Kranken, das waren die, die keine Wohnung haben. Scheiße, ja, die Jäger habe ich vergessen. Oh mein Gott, die werden jetzt... Oh Gott, wir haben einmal Jagd jetzt nicht. Ach du Kacke, das war natürlich Mist. Die gehen wahrscheinlich jetzt nicht mehr los, ne? 20.51 Uhr ist wahrscheinlich zu spät hier, ne? geht noch? Okay, alles klar. Nur etwas weniger. So, die anderen Sachen, die können wir später machen. Gibt es irgendwas, was jetzt super dringend ist? Das brauchen wir nicht. Ja. Die arbeiten ja jetzt eh nicht, außer die Jäger. Das ist alles kein Thema. Gut. Dann können wir uns überlegen, was wir bauen, ob wir was bauen. Wie es weitergehen soll. Wir könnten jetzt eigentlich noch den Rest Baracken bauen, das wäre möglich. Aber da fehlt es uns an Stahl. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir könnten provisorisch oder prophylaktisch schon mal eine nächste Sammelstelle hier hinbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Haben wir dann schon mal fertig. Das wär's. Wir kamen nichts weiter zu bauen im Moment. Ein Lager sehe ich im Moment nicht die Notwendigkeit. Wir sind... Also das mit dem Holz, das bauen wir schnell weg. Ja, klar arbeiten sie morgen. Das stelle ich ja dann morgen auch wieder ein. Alles der Reihe nach, Leute. Ich bin ja nicht doof. Natürlich arbeiten wir denn morgen. Ich baue hier nochmal eine Sammelstelle hin. Für die Zukunft. Ach so, wenn ich zu viel mitbringe. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, das ist ein Argument. Ja, durch die...
Wenn wir noch ein zweites Team haben, könnte es irgendwann zu viel werden. Ja, das stimmt, da gebe ich dir zu. Leute, ich forsche doch. Nachts wird nicht geforscht, also ist es komplett egal, ob ich jetzt die Forscher dahin schicke oder nicht. Alles gut. Ja? Ich habe das im Blick. Ich habe doch nicht gesagt, dass die jetzt den ganzen Tag faulenzen sollen. Genau, geht mir nicht auf den Sack. So sieht es nämlich aus. Wie, wir machen ein bisschen zu wenig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir zu wenig forschen. Alles gut. So, das bauen wir mal prophylaktisch. Und ansonsten, ja, um weitere Baracken zu bauen, fehlt uns Stahl. Das heißt, wir müssen am nächsten Tag ein bisschen mehr Stahl einstellen. Glaube ich. Holz sieht ja ganz gut aus. Wir machen mal ein bisschen Stahl mehr. Wir haben schon eine zweite Forscherstation. Die ist ja noch nicht mal voll besetzt. Aber bleibt mal ruhig. Leute, ich bringe ja die Forscher da rein. Die Effizienz der Forschungsstation sinkt. Wir sind jetzt bei zwei Forschungsstationen bei 130, bei der dritten bei 150. Alles gut. Ich werde die zweite Forschungsstation einstellen. Das ist kein Problem. Da werden die Forscher arbeiten. Wie viel sind da noch auf dem Sammelhaufen? Ja, da sind nicht mehr so viel. Das stimmt. Das war nicht so... Ja, aber wie gesagt, da kriegen wir fast alle Ressourcen wieder. Das ist kein Problem. So, das Thema mit dem Lager war, fand ich ja doch noch relevant. Haben wir aber das Material dafür? Rohstoffdepot? Ne, wir haben im Moment Stahl nicht. Das müssen wir am nächsten Tag machen. Sieht cool aus, wie die Forschungsstationen sich verbunden haben. Stimmt, das habe ich jetzt erst gesehen, ja. Ob das auch einen Effizienzvorteil gibt? Wir sollten weniger forschen. Was ist hier los? Ein krank Speer, der müsste doch eigentlich versorgt werden. Okay, die Speer sind in der Brücke erstmal angekommen. Jo. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Ein Automaton. Okay, erforschen. Noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinweg führte, und den Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Wir haben die Wetterwarte und einen großen Konvoi. Zwei Dampfkerne? Ja, geil, dass man natürlich jetzt als Spieler nicht weiß, was der Automaton kann. Aber ich vermute mal, dass der geil ist. Deswegen sende ich ihn in die Stadt. Okay, wir haben den Automaton umprogrammiert und auf den Weg geschickt. Während er weit entfernt verschwand, lagerten sich die ersten Schneewehen auf der Brücke ab. Okay. So, jetzt ist die Frage. Was haben wir jetzt nochmal dabei? 145 Holz, 46 Nahrung. Ist noch nicht dringend, dass wir das benötigen, ehrlich gesagt. Insofern können wir hier weiterreisen. Wetterwarte. Ein hohes Gebäude mit seltsamen Gerätschaften auf dem Dach. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Wetterwarte der Wissenschaftler von Winterheim. Oder ein großer Konvoi. Mehr Fahrzeuge und Zelte. Wir können Leute zwischen ihnen herumlaufen sehen und Rauch steigt von einem Lagerfeuer auf. Okay, möglicherweise neue Einwohner. Auch nicht wegen der Nahrung. Ach, der Automaton hat auch was dabei. Ja, der hat sich selbst dabei, oder? Ja, genau. Ich muss mal kurz gucken.
Nahrung. 73 haben wir noch. Wir kriegen Nahrung durch... Nee, Gesetzbuch nicht. Wir kriegen Nahrung durch unsere Sammler. 40. Das müsste eigentlich locker reichen. Das müsste eigentlich locker reichen. Nö. Dann gehen wir zur... Ja, gehen wir zur Wetterwarte. Okay. So, Leute. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir wieder unsere Leute in den Einsatz bringen. Die nervösen Freunde unter euch, die werden jetzt gleich beruhigt sein. Denn es geht weiter. Wir haben nur noch 8 Kranke. Es läuft aber gut, muss ich mal sagen. Das heißt, eigentlich können wir eine weitere Krankenstation hier runternehmen. Ja, die Forschung sind jetzt 10 Ingenieure. So. Hier wird auf jeden Fall gearbeitet. Und jetzt, wir brauchen natürlich unsere Kohle. Oh, hier hätte ich auch mal gucken sollen. Ja, aber wir haben ja hier, Gott sei Dank, schon für die nächste Kohle was am Start. Das war insofern gut, dass wir es gebaut haben. Wenn die Kohle alle ist, schicken wir sie dorthin. So, 27, 10 Ingenieure. Hier holen wir uns noch Holz. Da ist aber nicht mehr viel. Gucken, ob wir möglicherweise beim Holz was machen müssen. So, hier brauchen wir Köche, weil wir Nahrung bekommen. Das kann ich auch schon maximieren. Haben wir noch 12 über. Die können dann da schon arbeiten, ne? Die wir haben als brauchen. Was anderes sehe ich im Moment nicht. Aber halt, wenn wir hier die haben, kriegen wir natürlich noch ein neues Außenteam, ist klar. Aber die kommen dann dahin. Habe ich immer noch 2 über. Mhm. Naja, gut. Die kommen dann in die Krankenstation schon für die nächsten Kranken. Keine Ahnung. So. Okay, alles klar. Was ist hier los? Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind, aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Oh. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Die Hoffnung sinkt leicht. Okay. Sammelstelle bauen? Na, wir haben doch hier eine Sammelstelle, ne? Für 71 Kohle. Ja, okay, wir könnten da hinten für die nächste Kohle noch eine Sammelstelle bauen. Das stimmt, ja. Das könnte man durchaus machen. Haben wir noch das Material? Nee, im Moment. Doch, haben wir gerade so. Das machen wir. Da werden ein paar Abgeordnete, die jetzt hier noch bauen müssen. Ah, habe ich mich verguckt. Naja, nicht so schlimm. Habe ich die Straße da jetzt? Ja, habe ich. Okay, so, wer... Ihr baut. Kommando zurück, keine. Und die unnötigen Sunnies, die werden auch bauen. Der Stream geht bis 12:30, danach gibt es noch Feierabend. Oh Gott, die Unzufriedenheit steigt rapide. Warum? Überfüllte medizinische Einrichtung und schlechtes Essen. Ach so, wegen der Suppe. Ja, ja, okay, dann kriegt ihr dann doch eure Ärzte. Okay. Okay. Das wird mit dem Bauen trotzdem klappen, mit 7 Leuten. Alles gut. So, 6.48 Uhr. Ich muss an Stahl rankommen. Stimmt, Stahl ist ein Thema, da habt ihr recht. Das habe ich gar nicht beachtet. Stahl ist ein großes Thema. Insofern sollten wir vielleicht doch hier rüber gehen. Wir haben hier nur noch 39 Stahl. Oh, oh,
Oh. Stahl ist ein richtig großes Thema. Eieieiei. Wir müssen unbedingt als nächstes das Stahlwerk haben, fällt mir gerade mal auf. Das ist echt unsere letzte Stahlressource. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Nee, irgendwo gibt es noch Stahltrümmer, die ich jetzt gerade nicht sehe. Da. Ach so, Trümmer und Sammelstelle ist 1. Sammelstelle und Stahltrümmer. Ja, ist klar. Wir können noch 39 Stahl holen. Okay, also das nächste ist eigentlich forschungstechnisch das Stahlwerk. Das ist dringend. Was brauchen wir dafür? 25 Holz. Eieiei. Okay, gut. Da haben wir eine kleine Engstelle. Na gut. Habe ich zu spät drauf geachtet. Gibt doch hier einiges zu bedenken. Was Schönes. So, was ist eigentlich mit den Jägern? Sind die schon wieder da? Irgendwie ist hier noch nichts angekommen. Es kommen wahrscheinlich erst um 8. Ja. Get going. Time to earn your bread. So, die sind dabei, die Dinger zu bauen. Hervorragend. Ach so, die neue Straße ist noch nicht verbunden. Ah, okay. Ah, das ist ja doof gemacht von mir. Das hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser planen können. Na gut, die werden das schon bauen. Leute, was ist mit den Jägern? Kommen die jetzt irgendwie später zurück? Oder was ist mit denen? Ach, jetzt sind sie da. Ah, nicht so viel haben sie gebracht. Na, insofern, die Expedition muss dann doch irgendwann mal zurückkommen. Okay, Sammelstelle, Rohstoffe erschöpft. Da fehlt noch der Weg. Die können wir da wegnehmen und dann können wir die nach abreißen, ne? Ja, demontieren bitte. Und die können dann schon mal da starten. Statt 20. Ja, okay, insofern, das war nicht so schlimm. Kohlehaufen erschöpft. Ja, ist klar. So, ist das Ding jetzt hier noch fertig gebaut? Ja. Eigentlich brauchen wir sie jetzt da, ne? Die Kohlearbeiter. Was haben wir hier? Das sind 2 Arbeiter. Ja, das war Quatsch hier. Die müssen dahin sofort. Und die 7, die werden noch das demontieren. Okay. Und dann ist das nächste Stahlwerk. Heizen. Stimmt, das Thema Heizen können wir noch justieren. Hier muss geheizt werden. Das wird ja demontiert. Das ist eh egal. Das muss auch geheizt werden. Ja. Okay, wir haben die Speerforscht. Hervorragend. Hervorragend. Da schicken wir auch gleich welche los. Aber erstmal die nächste Forschung. Und da hatte ich gesagt, Stahlwerk ist jetzt dringend. Fördert Eisenerz aus unterirdischen Vorkommen. Verarbeitet es bis zu 40 Stahl pro Standardarbeitstag. Ah, es ist nicht so dolle, aber okay. Gut. Dann kommt jetzt das nächste Speerteam, was wir benötigen. Dafür brauchen wir 5 Arbeiter. Ja, stimmt. Wir müssen da auch noch Stahl rausholen. Das ist richtig. Insofern nehme ich die mal hier komplett weg und bilde jetzt erstmal das nächste Missionsteam. Okay, und die werden sich erstmal dahin bewegen, in die düstere Höhle, würde ich sagen. 15 Stunden.
So, dann haben wir jetzt hier noch 12 Leute. Ja, wir müssen Stahl haben, deswegen müssen wir das hier maximieren. Da sind noch 2 über. Die können den Abbau da erstmal machen. Ach Quatsch. Hä? Warum ist der trotz Heizung? Achso, weil da keiner arbeitet. Alles klar. Verstehe. Na gut, 2 können da noch hin. Da ist ja auch noch nicht mehr viel. Das kann zu Ende gemacht werden. Okay, soweit. Das Stahlwerk wird aber vermutlich heute nicht fertig werden. 13 Uhr. Ah, vielleicht. Ah, es wäre natürlich geil, wenn es fertig werden würde. Könnten wir es abends noch bauen. Könnte knapp was werden. Sonst müssen wir wieder eine Bauschicht am nächsten Tag einlegen. Gesetz ist möglich. So. Mehr Forscher geht nicht. Wir sind auf Maximum Forscher im Moment. Friedhof, Leichen. Ja. Hier steht, kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Jetzt ist die Frage, jetzt rein spielmechanisch. Hatten wir schon Leichen und das Spiel erzählt uns das einfach nur nicht? Oder gab es noch keine Leichen? Wir hatten noch keine Leichen. Okay, alles klar. Nö, dann sehe ich jetzt keinen Grund für einen Friedhof. Halt, dann machen wir was anderes. So. Was gibt's denn hier? Kinderarbeit, alle arbeiten? Nee. Pflegeheim? Wir haben immer noch, haben wir Amputierte? Das muss ich mir auch nochmal angucken. Haben wir irgendwo Amputierte? Wir haben irgendwie Glück, oder? Wir hatten ja schon schwer Kranke, aber es ist noch niemand amputiert worden. Okay. Gut. Brauchen wir auch nicht. Das heißt, entweder Notfallschicht. Notfallschicht bedeutet, manchmal müssen wir uns auf Kosten von allem anderen auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren oder sterben. Neue Fähigkeit. Du kannst Arbeiter in jeder Einrichtung zwingen, die nächsten 24 Stunden zu arbeiten. Das kann schon sinnvoll sein. Kampfarena führt einen zum Wirtshaus. Das ist natürlich cool. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Boah, finde ich jetzt erstmal besser. Wir machen die Kampfarena als nächstes. Okay, gut. Weiter geht's. Gut, auf Kämpfe wetten war immer fast so schön wie die Rennen. Ich freue mich auf einen guten Kampf. Es wird genau wie früher sein. Ja, sehr schön. So, wartet mal. Warte ich auf irgendwas? Ich sehe gerade nicht durch, was wir hier eigentlich machen. Ich check mal ganz kurz die Ökonomie. Boah, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Okay, wir holen viel zu viel Kohle rein. Brauchen wir überhaupt nicht. Da können wir aber ein bisschen was reduzieren. Ich weiß gar nicht, ob alles... Wo holen wir denn Kohle alles rein jetzt? An welcher Sammelstelle? Ach, da und da. Stahlwerk. Stimmt. Das Stahlwerk müssen wir bauen. Richtig. Das ist ja wichtig. Na klar. Wo ist denn das Stahlwerk? Rohstoffe. Technologie. Nee, haben wir das? Hä? Ach, wir müssen 61%. Ja, ich habe jetzt Gesetze mit Technologie verwechselt. Alles gut. Alles gut. So. Kann sein, dass
wir es für Stahlwerk auch Kohle brauchen, meint ihr? Ja, ich bin noch am Erforschen. Könnte sein, ja. Wir haben auch im Moment gar keine großen Alternativen, ehrlich gesagt. Warum ist hier 0%? Aber pass mal auf, da bringen wir ein paar hin. Damit endlich mal das Holz da weg ist, dann können wir das auch abreißen. Wollte ich nicht noch ein Lager bauen? Ja, das stimmt, das wollte ich bauen. Das können wir aber auch dann... Oh, die Unzufriedenheit steigt. Warum? Wegen der medizinischen Einrichtung schon wieder? Nee, keine Ahnung. 9 müsste eigentlich gut sein. Stahlwerk erforscht. So. Kohlehaufen erschöpft. Welcher? Der. Alles klar. Dann gucken wir direkt mal. Vielleicht mal die nächste Forschung erst. Also ich hatte eigentlich gesagt, nach unserem Thema wäre Generator Reichweite jetzt das nächste. Treibhaus ist allerdings auch ein Thema. Treibhaus brauchen wir auch. Ja. Wobei, wir sind jetzt auf dem Rückmarsch hier. Ne, sind wir nicht auf dem Rückmarsch. Kohlemine. Ja, stopp mal. Wir gucken uns mal kurz den Zustand der Kohle an. Wir haben noch 2 Kohlehaufen. Einer ist hier. Da ist noch 413. Und einer ist da. Da ist noch 441. Das ist noch eine Menge. Treibhaus spart Jäger. Das ist auch ein Argument. Wir haben aber hier wieder die sinkende Temperatur. Ich würde gerne, bevor das kommt, diese Generatorreichweite haben. Die Frage ist, warte mal kurz, wann kommt das? 17.11 Uhr. Das heißt, wir müssen am nächsten Tag das erforschen. Ja. Das heißt, wenn wir es da gemütlich haben wollen, sollten wir die Generatorreichweite machen. Und dann müssen wir wahrscheinlich den Kohleabbau schon forcieren. Nee, Leistung finde ich nicht so überzeugend. Reichweite finde ich wichtiger. Mehr Reichweite verbraucht auch wieder mehr Kohle, das stimmt, ja. Leistung kann man mit Overdrive ausgleichen für einen Tag, ist auch richtig. Wo ist der Automaton? Ja, gute Frage. Tja, Leute. Treibhaus. Treibhaus kostet uns auch einen Dampfkern. Wir müssen mal bei den Dampfkernen jetzt aufpassen. Wir brauchen einen Dampfkern für... Warte mal, wir brauchen einen Dampfkern für den Kohleabbau. Der ist essentiell. Brauchen wir noch einen Dampfkern für irgendwas? Den Mauerbohrer brauchen wir, glaube ich, so schnell nicht. Wir kriegen ja dann sicher auch irgendwo welche. Nee, Treibhaus. Okay, beides würde gehen. Treibhaus und Kohle. Für einen Generator brauchen wir keinen Dampfkern. Okay, was meint ihr? Treibhaus oder... Nee, also Treibhaus oder Generatorreichweite. Was findet ihr besser? Chat. Ihr dürft jetzt mal entscheiden. Ausnahmsweise. Ich habe das Gefühl, Reichweite ist ziemlich weit vorne. Quasi einstimmig. Okay. War auch so mein Gefühl. Nicht Treibhaus, du brauchst beide Kerne für Kohle- und Holzerzeugung. Ja, aber Holz haben wir wirklich über die gefrorenen Stämme noch sehr, sehr viel. Und irgendwann kriegen wir sicher noch einen Kern. Stahlwerk braucht auch einen Kern. Oh, warte mal, das ist noch eine wichtige Information. Stahlwerk braucht einen Kern? Nein, Stahlwerk braucht keinen Kern. Vielleicht das Dampfstahlwerk, aber so weit sind wir nicht.
Okay, wir machen die Reichweite. Gut. Ja, in der ersten Stufe, ja. Aber wir kriegen ja sicher auch so eine Dinger. So, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Wir sind jetzt 17.11 Uhr, wir hatten eine neue Forschung. Jetzt geht es daran, dass wir das Ding auch bauen, nicht wahr? Stahlwerk. 25 Holz, kein Problem. Wo muss man das jetzt bauen? Da. Okay, verstehe. Gibt es noch irgendeinen Punkt? Nee. Wir haben zwei Vorkommen. Gut, da haben wir nicht die große Wahl. Vielleicht können wir es von dort noch wegziehen. Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll. Machen wir das. Und bringen wir die Straße irgendwie da ran. Und da, da ran. So, okay. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist eh 17.11 Uhr. Das wird dann eh gleich gebaut. Das ist in Ordnung. 180 Nahrung hält 2 Tage. Ist auch in Ordnung. Ja, soweit, so gut, ne? Würde ich mal sagen. Gleich 2 bauen? Das ist eine gute Frage. Wie viel Arbeit der braucht die dann? 10. 2 Stahlwerke sind wahrscheinlich nötig, oder? Die 1 bringt 40. Was meint ihr, Chat? Ich glaube, 2 Stahlwerke ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich denke, das mache ich. Ich denke, das mache ich. Wir haben das Holz. Wir brauchen die Baracken, genau. Das kostet sehr viel Stahl. Schadet ja nichts, ne? Wir bauen das einfach. Wir haben jetzt die Kapazitäten, auch die Arbeitskapazitäten, dass das fertig gebaut wird. Startet damit mal durch. Finde ich gut. Okay. Das ist erschöpft. Das heißt, das können wir abbrechen. Gut. Ja. Okay, liebe Leute, was ist eigentlich hier mit ihm? Der braucht aber ziemlich lange, ne? Wo sind die? Sind die auf dem Rückweg oder was machen die? Ach nee, die sind... Okay, pass auf. Wir werden noch gucken, was hier mit denen passiert. Das wird vermutlich das Letzte sein, was wir jetzt heute machen. Jetzt reißt sich jeder Arbeiter darum, am Schmelzofen zu stehen. Die Kampfarena... Ach so, warte mal, stopp mal. Wir müssen ja sowieso noch den Bau definieren. Die Kampfarena, was ist denn damit? Oder hatten wir das noch nicht? Kampfarena, ja natürlich. Die müssen wir auch noch bauen. Ganz vergessen. Wie ist das denn? Muss das... Am Abend findet ein Kampf statt. Müssen wir das nah beibauen oder ist es am Ende egal? Frieren die dann am Abend? Ich baue das auf jeden Fall. Das ist egal, meint ihr. Bei den Häusern. Ja, machen wir es mal Roleplay-mäßig. Bauen wir es bei den Häusern hin. Ach so, Radius. Ach so, ah, ich verstehe. Ah, das bringt die Zufriedenheit nur im Bereich der Häuser. Ah, ja, 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 ist klar. Okay, das ist natürlich dann... Ah, dann hätte man da natürlich Platz lassen müssen. Hätte man das gewusst, um das zu optimieren. Ah, ich verstehe. Na gut, wir... Ah, ja, wie macht man das denn jetzt? Ich meinte, wir bauen da noch Häuser in die zweite Reihe. Pass auf, wisst ihr was? Dann ist der beste Ort hier, weil wir hier die gesamte zweite Reihe vermutlich noch mit Baracken vollbauen. Für die, wenn wir neue Ankömmlinge haben. Das heißt, im Moment ist das zwar nicht ein optimaler Standort, aber
Wenn wir die Baracken dazu bauen, dann wird es ein guter Standort. Okay. Wie grenzt sich eine Straße an? Hä? Ist doch direkt an der Straße. Ach nee, Quatsch. Das war noch das alte. Wir können natürlich auch zwei Baracken machen. So, die Speer sind in der Wetterwarte. Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir können herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Ja, los. Düstere Vorhersage. Wir haben die Aufzeichnung der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass sie ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Oh krass. Ein Kern und 39 Kohle. Ja, sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt die letzte Entscheidung treffen. Ob jetzt der Moment gekommen ist, um die Leute vielleicht mal nach Hause zu schicken. Es gibt sicher, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Risiko gibt, auch dass man Sachen verliert. Insofern glaube ich, schicke ich sie nach Hause, Leute. Ich schicke sie nach Hause. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Das wollen wir sicherstellen. So, ihr Lieben. Ich bin zufrieden. Wir haben so zwei, drei kleinere Fehler gemacht. Aber im Grundsatz würde ich sagen, läuft es. Also habe ich so zumindest das Gefühl, dass wir bis jetzt einigermaßen gut klargekommen sind.